Ich weiß nicht, warum alle gemutet sind. Hallo, Fabo. Yo, hallo, Papa. Yo, 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 Fabo, was geht ab? Was soll schon Fahrrad fahren? Digga, nein, WTF, es ist kalt. Ja, aber machst du nicht jeden Tag noch Sport? Wirst du heute schon rauchen? Oh, Mann, Digga. Basti! Hallo! Hey! Ja, Trimix fehlt noch. Oh, spielt Trimix mit? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Okay, sick. Toni, ich hab dich eingeladen, schau mal. Ich heiße Papa Platte 2, weil irgendein verfickt. Sorry, ein netter Mensch, meine ich. Nee. Sorry. Nee, kann man schon mal ruhig so sagen, ist doch so. Ja. Okay, ey, ganz kurz. Geld auf frei parken machen wir, ne? Ja, wir können, wenn, halt nur eine Sache uns aussuchen. Ne? Genau. Also wir können entweder, dass man, wenn man auf loskommt, doppelt so viel Geld bekommt. Oder wenn man, nee, lass es machen. Ich ja, muss, Geld auf frei parken. Geld auf frei parken ist Killer, das ist das Beste. Ja. Das ist, weil das gesammelt wird, das Geld Cash dann. Und wenn man draufkommt, kriegt man, oh, das genau, ist nice. Genau. Also wenn dann sowas kommt wie, du musst 40 Euro zahlen ans Finanzamt, dann geht das alles in so einen Pott. Und wenn der Erste, der auf frei parken bekommt, kriegt alles. Mhm. Und Leute, Tanks hier. Wir zocken heute Monopoly. Junge Max, Alter. Bitte nicht, ey. Mods. Hallo, Mods. Schönen guten Tag, ich bin's, der Livestreamer. Hi. Wir brauchen eine Wette, schnell. Oh mein Gott, Junge. Ich dachte, meine fucking Apfelschorle fliegt runter. Das war nur mein Controller, scheiß auf. Okay, warte mal. Wir nehmen auch mal das Video hier auf, vorsichtshalber, falls das ein YouTube-Video wird. Hey, YouTube, was geht ab? Yo, jetzt ist Papa P und ihr seid hier wieder bei meinem Gaming-Channel. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist das? Oh! Oha, Junge, übertreib. Ah, okay. Junge, Trimax cheatet schon wieder, ich schwör's euch. Wieder, ich hab wieder an. Ich spiele Monopoly nur, wenn ich an habe. Das Spielfeld ist aufgebaut. Und letzter bin ich gewohnt. Ja? Ich wollte mich bedanken für die nice Streams. Danke, Bro. Kuss. Wurde komplett ignoriert, sorry, Bro. Danke für die Dinge. Ich will keine Links checken. Alle beziehen es innen, Morphore. Ich hab vergessen. Oh mein Gott, ich weiß, warum meine Augen so angeschwollen sind. Ich hab meine fucking Allergietabletten nicht genommen gestern. Ich bin voll idiot. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich soll dich von Kevin grüßen. Ja, genau. Grüße auch an Revi. Okay. Ja, Revi grüßt euch zurück. So. Ja, das wird, glaube ich, heute echt lange Abend. Nee, ey, ich will jetzt nicht Revi die ganze Zeit hören. Doch, der ist dabei. Oh, nee. Geht gerade los. Digga. Ja, aber nach mir rauskommen, das ist schon vorbei. Das Glück, Karte ziehst. Chat, ist die Bett einfach, ob ich gewinne oder nicht? Ja, ne? 200. Direkt, erste Runde, direkt dickes Ding gekauft. Junge, Trimax, Alter, ich schwöre. Na? Kriegst du da einen kleinen Flashback? Kevin? Ich werde das gewinnen heute. Ich habe mir vorgenommen, heute zu gewinnen. Mein Titel ist, dass ich heute alles gewinne, was ich spiele. Kaufen tue ich. Habe ich es jetzt gekauft schon? Ja. Bis jetzt habe ich 4 Stunden just chatting gemacht. Dementsprechend, let's go. Let's go. Ist gut bis jetzt. Ja. Bis jetzt habe ich noch nichts verloren. Gekauft, ja? Ja, du siehst unten die rote Karte bei deinem Inventar. Nice, guter Start. Nachmachen. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Dann machen wir den Schuss zu Bello um. Du, das war keine Absicht. Oh, das ist... Entschuldige dich bitte bei Bello. Seestraße. Ich hab auch genommen. Nee, ist gebottet. Wieso wusstest du mir jetzt, wie die Straße schon heißt? Chat, ich habe jetzt schon keinen Bock auf Revi. Ich sag's dir, wie es ist. Bro, ich muss nochmal raustappen. Ich hoffe, das fickt mein Game nicht. Ich muss das Game laut, leiser machen, das ist zu laut einfach. Könnte man das Game nicht einfach im Fenstermodus spielen? Dann kann ich ihn mal raustappen. Wäre fucking smart, oder? Chat, es gibt eine Möglichkeit, dass wir refunden, yo. Ich sag's so, wie es ist. Selbst wenn ich fast verloren hab und das Game dann abstürzt, refunden wir es. War das nicht vorher noch vegetarisch? Ja, nehme ich mit, oder, den Laden? Ach, Dicker, ich wollte gerade Bankrott drücken. Das war's komplett, Alter. Erstmal aufgeben. Erste Runde, imagine. Auch sehr geil. Krass, Digga. Ich würde das einfach aus dem Restaurant jetzt einfach so streamen. Aufgeben. Und einfach der Kellner labert die ganze Zeit so voll. Nein. Ich will noch was zu trinken, der Herr. Oh nee, das fängt ja schon mal super an. Oh nee, Toni, Alter, verpiss dich von meiner Straße. Hast du nicht gekauft gerade, Kevin? Ja, mach Auktion. Nee, die davor. Mach Auktion. Ach so. Ja, wahrscheinlich mach ich Auktion. Auktion. Oh. Okay, Kevin, können wir dann später traden. Ja, ich kann es gar nicht erwarten, Toni. Oh Mann, ey. Welchen würdest du sagen, wäre das besser? Ey, ich find's richtig nice, wie Trimix und Revi die ganze Zeit labern. Das ist super satisfying, einfach. Ich hoffe, das bleibt die nächste Stunde so. Ey, das wäre super sick, einfach. Ich find's cool, wenn Revi noch näher ins Mikrofon kommt, tatsächlich. Nee, ich find's cool, wenn es noch weiter weg wäre und man ihn nicht hört.
Ich hoffe, mit so einer Pfanne im Hintergrund brutzeln hören. Oh nein, Bello muss wahrscheinlich bezahlen. Oh nein! Scheiß auf, Bello hat wieder auf den Bürgersteig gekackt. Nee, Fabo. Junge, fucking Bello, Digga, der kann sich nicht zusammenreißen. Kannst du die Lautstärke ohne rauszutappen ändern? Was soll ich machen? Achso. Niemals funktioniert das, Bro. Danke für die drei. Sie sind dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitches, die mich lieben. Ey, Schau, du hast den hässlichsten Charakter in diesem Game genommen, ja, Dicker. Wer rockt den Schuh da? Alle hassen den Schuh, aber der Schuh... Der ist so schlimm. Alleine schon, wie der läuft, Junge. Es ist so wack. Okay, direkt kaufen, wir vielleicht schon gewonnen wieder. Möchten. Chillig, lass direkt was anderes spielen. Hey, aber Re-Rap Travis sind wirklich die weitaus besten Straßen gerade, ne? Ja. Nein, also gelb und rot. Wissen denn alle, wie gut die Straßen sind? Gelb und rot ist nicht. Ich weiß, ich kenne mich auch nicht aus. Rot. Ich habe das letzte Mal Monopoly gespielt. Am stärksten ist orange und pink. Guck mal, Basti kennt die Farben, die gut sind. Okay, Max. Nochmal. Basti wusste, welche Straße er hat mit der Zahl. Weiß ich mal, was eine Straße ist. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, was Beton ist. Ich komme nur von der Straße, aber weiß nicht, was es ist. Na, es gibt halt Karten, die sind halt fürs Mitgehen. Du bekommst mich von der Straße, aber nicht die Straße aus mir, yo. Pass auf, ich lass dich einfach hier. Ja. Mach gut weiter. Wenn du es geht, geht. Ich mach mich einfach mal den nächsten. Revi, Alter. Oh, da wird kaputt gekauft. Da wird richtig schön rot und gelb kaputt gekauft. Ey, Revi, wir vermissen dich jetzt schon. Tschüss. Okay, Chef, bitte. Wie kannst du meine Oma Edith grüßen? 187. Liebe Grüße deine Oma Edith. Immer grüne Straßen kaufen, die sind am geilsten. Wenn du hast, gewinnst du, vertrau mir. Ich muss pissen. Sieht man immer erst. Nee. Woran sieht man, wem die Straßen okay. Ja, ich muss mich kurz konzentrieren. Fabo, entspann dich bitte. Komm on, gib mir Pasch! Oh, sorry, Bello, tut mir leid. Let's go! Pash, nice. Pash. 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 Oh, ja, das Elektrizitätswerk. Werk. Sag mal. Hey, Jungs, shut up. Kopf. Ich wusste, dass sie es wollen. Und nochmal jetzt. Go. Drop, what would you do? Komm, nochmal ein. Gib mir nochmal ein Pash. Hast du 4, oder? Ja. Was ist das? Okay. Orange? Ja. Oh, nice. Ja, nehme ich. Safe. Basti, würdest du sagen, die Bahnhöfe sind worth? Fürs Late Game nicht mehr so. Eher Mid Game. Okay, Digga. Basti spielt so wie League of Legends hier einfach. Nein, Junge. Also, Mann, Bahnhöfe können schon stark sein, aber also, es gibt ja persönliche Präferenzen. Ja, okay, ist sie. Oh mein Gott, Digga. Ich glaube, wie das Auto mal anfährt. AMG macht Krach in der Nacht. Schade, ich hab vergessen, Essen zu bestellen. Mir ist schon schwindelig, weil ich so wenig gegessen hab. Ah, das lohnt sich ja super. Oh, 15. Wow. Donation. Danke für die Dono, frei parken. Los! Chat, ganz schnell, was essen wir? Go, wir brauchen einen Call. Okay, ich würfel aber auch die größte Scheiße, aber nichts passt. Soll ich meine Cam machen? Oh, Fabo will mal übernachten am See. Ach nee, geh mal weg. Was ist hier in dem Overlay passiert? Bello will da weg. Warum ist das so ein bisschen Frühstück? Oh, Bello, Junge, Bello. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Döner, Junge. Döner? Ey, was würdet ihr zu essen bestellen? Pasta. Hatte ich schon so oft. Okay, Basti. Was? Ja, okay, Digga. Schnitzel? Bestell dir doch Revi. Ja. Wenn es nur das Essen wäre, wäre nice, aber da kommt immer sowas mit dazu, Junge. Revi ist so, wenn man beim Lieferservice auf so 20 Euro Mindestbestellwert kommen muss und man bestellt irgendeine Scheiße noch dazu, so ist es dann. Im nächsten Versorgungswerk. Das ist gut. Naja. Ja, ich kauf, scheiß auf. Naja. Pizza? Naja. Ah, wir bestellen Sushi, ich hatte lange kein Sushi mehr, Chat. Mal gucken. Digga, imagine, dein fucking Restaurant hat nur 4 Sterne. Cringe. Ihr widert mich an. Fucking 4 Sterne Restaurants. Was passiert, wenn man ins Gefängnis geht? Ah, perfekt. Geht? Hauptsache, mein Lieblings-Sushi-Restaurant hat 3,5. Top, Digga. Warum haben die nur 3,5? Die sind ultra lecker. Aber ist smart, weil das ein Geheimtipp dann. Das bedeutet, dass da kaum jemand bestellen wird wahrscheinlich. Aber ich bestelle da. Das heißt, es ist lecker und es kommt schnell an. So, Kappa-Maki, zweimal Avocado und California Rolls. Yes, sir! Und rein da, Freunde. Let's fucking go. Das ist ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zu... Pass auf, bevor Basti dich noch auf der Midlane gankt.
Der Coach, ne? Der Coach hat sich. Der hat einmal geholfen. Boom! Oh. Start! Noch ein Pash! Junge, die Katze. Ich hab das Gefühl, ihr habt alle schon so 10 Mal so oft gewürfelt wie ich. Och nee, das ist nicht dein Ernst. Oh, zahl erstmal 5 Cent. Oh, oh mein Gott, Bello. Cha-ching! Cash in der Tasche, Fabo, Alter. Das ist sogar ordentlich. Ich werde meinen Kindern erzählen, dass Fabo Montana Black ist. Danke, Digga. Kein Problem. Und Bello ist Kylo. Boom! Junge, was? Oh nein, er ist rot. Ich hab Angst. Nicht, dass ich in den Knast komme, yo. Ach Bruder, was ist das für ein Müll? Das sind die zwei behindert. Oh mein Gott, das ist so Bullshit gewesen. Ey, es kann schlimmer gehen. Jetzt bleib mal ein bisschen dankbar. Ja, wenn jetzt noch ein Pasch kommt, Digga, dann bin ich raus. Pasch. Nicht dein Ernst. Oh, nicht dein Ernst. Junge, die brennen. Was? Oh mein Gott. Oh, du kommst. Hä? Kripos jagen mich. Kripos jagen mich. Ach man, so eine Scheiße, Alter. Tom wieder und muss lachen, wie geil. Ich sehe nur so, mein ganzes Bildschirm leuchtet rot-blau. Man kriegt eine Strafe, wenn man zu viele Pasche schnüffelst. Ja, genau, wenn du dreimal Pasche schnüffelst, dann gehst du raus. Aber das passiert super selten. Wie hast du so reinschoken können, Kevin? Dicker, es ist. Ach, mein Gott, Max. Es sind Würfel, die sind zufällig. Naja, aber dreimal ein Pasch. Ja, stimmt. Schlecht gewürfelt einfach. Oh, nee. Ja, perfekt. Kriegt das schon wieder geil an. Ich geh erstmal aufs Klo. Erstmal einen Rage-Piss rauslassen. 22er. Ah, es läuft auf jeden Fall super bis jetzt, Fabo, oder? Also das Enterspiel, ja. Sie sind am Zug. So schön aus. Ist es gut? Mega. Ultra gut, Mann. Naja, Bahnhof. Danke. Nee, das ist Dings. Eignis. Was die hier auf? Ja, ey, Digga, ich bin ruhig. Das ist Wasserwärts. Geben Sie nicht auf. Oh. Nächsten Bahnhof. Hätte jetzt offen. Komm rein. Nicht schlecht. Danke. Da ist auch noch Fabo überholt. Er hat genauso viel Geld. Wie kann das eigentlich sein, Fabo? Weiß was ist das? Wir sind genau gleich scheiße. Ja. True. Oh, das ist ein bisschen Steuergeld. Woher weißt du das? Von wo du. Bitte? Nicht gut. Gar Mist. Gut. Erster schlechter Wurf. Oh, es tut mir aber richtig leid zu sehen, dass Charmix $200 Schulden hat. Oh, Mann. Ich hab's ja auch gerade reinbekommen, ja, Mist. Also, Jungs, ich spiele das Game eigentlich ganz casual. Wir nicht. Finde ich gut. Ich hatte schon so Bock, Monopoly zu spielen. Same. Aber Kevin ist immer so irgendwie so, oh ja, lass mal machen demnächst. Und dann passiert nichts. Nein, dann hab ich einmal Tony und zack, schon mit Monopoly gespielt. Okay, Charmix, Tony hat mich angeschrieben, ob wir heute Pummelparty spielen. Und ich war der, der Monopoly eingeleitet hat. Oh, okay, da hab ich unterschätzt. Stark gespielt von dir. Ja, danke. Danke. Ja, perfekt, jetzt erst aus dem Knast. Komm, gib mir jetzt noch einen Pasch, come on. Ja, du kannst auch einen Fuffi zahlen. Ja! Was für ein Fuffi? Du kommst gleich wieder rein, du hast nur Pasch gewürfelt. Let's go! Okay, das ist krass. Viermal hintereinander einen Pasch. Ach, frei packen? Oh, das ist Big Cash, oder? Max hat 200 gerade abgegeben. Ja, ja. Ja, okay, ja, nehm ich. Naja. Ja, was ist schon $200, richtig? Ihr Zug beginnt jetzt. Bro, aber in den letzten 200 waren trotzdem fucking Bullshit. Ah, eine 3. Oh, oh. Ah, chillig. Oh, der Schuh lässt grüßen. Der Schuh. Imagine, du zahlst $24 an den Schuh einfach. Der stinkt auch. Let's go. Der stinkt auch noch, ne? Wie satisfying, dass das Geld so reinkommt. Wer rockt solche Botten auch? Das ist halt die Frage. Ja, stimmt. Ich hätte Trimax hat welche. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft. Komm, Bello, zieh! 7, ist das was? Oh, was 7 ist lila, du bist auf meinem. Berg. Du bist auf meinem. Ach, Digga, geh doch weg. Hä, was ist mit dir passiert? Come on, Bello, gib mir dein Geld. $28. Ja, schon jetzt weiß. Basti weiß schon, wie viel man payen muss. Alter, du bist ja übel Monopoly Main, ne? Ja, ist so. Hast du Monopoly auf Season 1 damals gespielt? Boah, das waren Zeiten. Nee, aber damals ich noch mit dem Renegade. Wie gesagt, auch als krass rüberkommt, dass ich 7x4 rechnen kann. Sorry, dass das jetzt schon so insane ist. Hätte ein Spiel. Ich kann es nicht. Ist wie F und Showdown.
Hans Scholl ist nicht wie EFT, oder? Entspannt. Ich spiele eigentlich immer die Karte. Danke für die 3, Bro. Ich liebe es, Geld zu verdienen. Okay. Basti, dieses Schiff, ja, ich will deine Animation auch mal durchlaufen lassen. Ich hatte eben, komme vor, bis auf los, was hast du? Oh, Seestraße ist schlecht. Aber ist meine. Okay, das ist nice, dass du die nicht bekommen hast. Das gönn ich dir. Komm jetzt bitte, ich brauche endlich mal eine Sprache, Alter. Charmix und Basti haben schon 40 oder so. Pasch. Ja, perfekt. Du hast so Angst. Oh. Und drauf auf Charmix Schuh. Das ist halt wirklich krass. Ja, ey, wenn ich jetzt nochmal... Und der Schuh! Oh mein Gott. Ist überall. Digga, wenn, ich jetzt man, wenn man am Anfang so wenig bekommt, dann ist halt GG eigentlich schon schwierig. RIP, oder? Mhm. Ist schon GG. Nicht unbedingt. Das ist quasi. Nee, Basti, was ist denn dem? Was ist denn Mann! Was? Alter, wir, ich gehe nochmal in den Knast! Oh What mein Gott! Warte, das ach, war Digga, jetzt zeig doch mal an Bello, ey, ich bin so tilt. Es ist. Bello, bisschen Hundefutter kaufen. Ja, Digga. Ich mach's automatisch. Oh, jetzt redet auch noch Revi, ey, wenn man denkt, es könnte schon mal kommen. Aber ohne Mist, jetzt geh mal wirklich 7 Pasch werden Bälle. Ey, wenn jetzt noch ein wenn jetzt noch. Okay, danke. Was hast du jetzt hier Schönes vorbereitet? Pass auf, jetzt kommt sowas wie zahle 200 Euro ans Finanzamt. Mhm. Ah, nee, Bahnhof, okay, sick. Ist das meiner? Nee, ne? Nee. Was für ein Gemüse das ist? Ja, koppen wir, scheiß drauf. Ja. Und dann Chat, es läuft grauenhaft. Wir werden verkacken, Jungs. Wie viele Leute haben auf Ja gesetzt? Wie viele Leute glauben an mich, Jungs? Wie viel Prozent? Twitch ist schon wieder überfordert. Alle haben einen Drittel Zuschauer. Okay, geil. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Naja, die Wahrscheinlichkeit ist... Das ist nicht geil, ne? Die Kartoffelteile, da kann man... Junge, ich bin voll auch echt stark. Die Kartoffelteile, ja, hier, die kann man ja... Das ist einfach so Videoception, einfach so, man ist so parallel in so zwei Videos. Ah, nee, so. Oder komm, das ist ey, lang, ey. Ey, so gegönnt, einfach das gönn ich. Junge, Toni hat ja noch weniger, Toni doch. Ja, ich hab eine Straße, ich zahl seit 3 Runden nur. Oh, scheiße, Toni. Ah, chillig. 18%, Jungs, ihr seid die geilsten, ich hole das Ding für euch, okay? Ich gebe mein allerbestes. Ich werde Mindgames machen und shit. Du hast nochmal 10% Chance, dass das Game abstürzt, ne? Dann lass mal irgendwie sehr schade. Raustemmen oder so. Schmeckt, ja, ist gebraten und so. Ereignisfeld, nice. Let's go. Junge, als hätte man noch so ein Koch-YouTube-Video im Hintergrund auf, einfach. Oh, was ist der Südbahnhof? Oh, den habe ich vorhin gerade gekauft, ne? Aber bist du mal los? Da ist irgendwie. Was? Rabi mit dabei? Ja, Junge. Kommt sie noch ein bisschen Salz? Oh, Pasch. 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 Junge, dieser Schuh ist so hässlich. Oh, $6! Oh, 6 Dollar! Ey, danke für die Dono. Sorry, Max, ich kann deinen Link leider nicht auschecken. $6 muss ich bezahlen? Das ist deine Miststraße. 6 nur? Hol dir alle hellblauen Mist. Sorry, Mr. Brokkoli oder Kurabi. 3. Oh, da wird man an der Seestraße übernachtet. Junge, hat Trump sich irgendwie an seinen Esstisch im Nebenzimmer gesetzt? Digga, der ist ja wirklich 4 Kilometer weg vom Mike, Alter. Ja, war eine erfolgreiche Runde, Trimax. Ja, ein gutes Dinner. Die war ja sick. Findest du nicht geil? Ist okay? Max ist sehr leise, danke Tim für die Information. Mhm. Hat Basti Monopoly Earnings? Hol die hellblauen, die ist OP. Okay. Scheiße, Dicker. Die hellblauen ist Müll. Mann, Junge, wie lange. Digga, Alter, ich schwöre. Grill den Hensler da im Teamspeak einfach. Ey. Ich finde ihn gut, ja? Ist halt auch fertig und. Kevin. Nee, Digga. Oh mein Gott, Digga! Dulde! Gutes Feld. Ich kann kotzen, es fängt so scheiße an. Kevin. Was ist los, Tony? Das ist schon auf die Karten von mir. Schau dir Fabo mich an. Ja, bitte. Das ist ja ein... Junge, Fabo hat ja noch weniger. Fabo geht noch. Fabo geht noch. Du hast, ja gut, ja, okay. Ich hab eins. Ich hab einen Bahnhof und irgendein Wasserwerk. Ja. Ey, willst du mir das einfach traden für aber es sind echt noch eine Menge Karten, sind aber noch im Spiel. Ja, genau. Wie viel genau, Basti? Nein, das ist einfach. Ich glaube an das Herz der Karten. Ich gehe vor bis zum nächsten Bahnhof. Der Eigentümer erhält Doppelte der Normalmiete. Wenn der Bahnhof noch niemandem gehört, kannst du ihn von der Bahn kaufen. Ja. Oh, wir müssen. Ich hab einen Bahnhof als erstes gekauft. Oh, echt for sale. Mann, kaufen. Alter, Pogchamp. Das war mein Geheimplan, aber jetzt hat jeder einen Bahnhof. Jetzt kann ich das auch. Ach, scheiße. Einer ist noch frei. Nee, einer ist noch frei, Fabo. Einer ist frei. Ja, aber zwei bringen mir doch nichts, oder? Naja, das ist halt das, was ich meinte.
Digga, was hier ist noch? Ne 9! Ah, die ist noch nicht weg. Mach dir nichts draus, du skatest im Late Game. Ja, okay, Digga. Junge, einfach Nasus. Jemand hat mich gefragt, ob Basti Monopoly Earnings hat. Digga. Einfach Monopoly im Real Life spielen mit echten Immobilien. Oh, hat hier noch keiner? Doch, du hast eine, ne? Wäre chillig. Tipping. Revi könnte da mitspielen. Oh. Herr Basti, hast du eine pinke? Ja, ne? Ich hab eine pinke, ja. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Die Wiener Straße, Max, Junge. Max hat von jedem etwas. Ja, ich weiß. Jetzt merkt ihr es mal. Max ist so reich. Digga, aber Max hat doch schon wieder so Luck, Alter. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Ist das Knast? Oh. Oh. Vergiss. Was aber ist gar nicht so schlecht, weil ich jetzt wieder besser funktioniert bin für Pink und Orange. Junge, okay, Bruder. Okay, das ist meine Runde, Chat. Watch this. Oh. Boom. Ah, nehmen wir. Ein Pasch, Kevin. Nehmen wir. Er hat Magnet an. Ey, wir haben es früher mal so gespielt, dass man da doppelt bekommt. Ich habe es auch mal so gespielt. Beste Leben, das ist die beste Regel. Voll traurig. Voll traurig, ja, ist so. Ist mir die Katze umgebowlt. Junge, ihr seid so oft auf das eigene Feld da schon gekommen, ne? Okay, komm. Verdiene 1000 Dollar. Gewinne das Spiel. Nice, 250 Dollar, let's go. Nehmen wir. Thanks. Nehmen wir. Los, würfeln Sie. Ich hab zwar noch keine Straße, aber ich hab schon gut Geld bekommen. Junge, Alter. Bello kassiert die ganze Zeit einfach. Vergesst, was ich tue, aber niemals die Haltung, was gestern war. Nö, ich glaube, da kommt mal wieder. Digga, lies mal die Zeitung mit Narbe auf der Stirn wie bei Harry Potter. Meinst Theater? Ich hab keine Ahnung, was du noch mit mir möchtest. Danke für die 5 Euro. Ich hab eine Straße und einen Bahnhof. Chillig. Fabo, wir müssen uns im Ende einfach verbünden. Gegen alle anderen. Hm? Basti. Chat, ich hab so Angst, dass ich den Lieferservice nicht höre. Eigentlich, ne? Wohl? Bello. Bello Sakrasü. Oh nein, ach ey, der Schuh. Yo, Maggi, Funktitan, danke für den Support, Boys. Kuss. Würfeln Sie und sehen wir, was die. Digga, da ist ja wieder der hässliche Schuh. Digga, der wird auch immer hässlicher, einfach von Runde zu Runde. Ja, je richer er wird. Der Immobilienschuh, Alter. Warte, ziehen, das haben wir nicht mehr ein geiles Rennen. Wir drei wieder zurück, ihr wisst, was das heißt, ne? Was heißt das? Berliner Straße. Und die? Ey, Basti. Brauch ich. Oh mein Gott, das ist okay. Junge. Max hat so Luck. WTF. Oh, Kevin, ärgerst du dich? Yes. Kevin, du musst aufpassen. Ich hab die Orangene, Ey, okay, Basti, wir können Trimax verbünden gegen die anderen drei. Ich kann Trimax ficken. Trimax, ich möchte alle deine Straßen haben. Ja. Und eine Orange, dann kriegst du meine Orange. Hä? Was denn? Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Nimm den Deal an, holy shit. Das ist ein richtiger GameStop-Deal gerade. So true. Du kommst mit so 40 PlayStation-Spielen und einer PlayStation, so komm, nagel neu. Neues. Verpackt. Ja, neu wir können, verpackt, so, wir können so 15 Euro machen. Ja, okay. 7,30 Euro wäre unser Angebot. Das wäre auch ein dummer Trade, weil du gibst niemals jemanden so schnell eine vollständige Straße, während du keine dann hast. Wäre es auch ein schlechter Deal. Also vermutlich schon, ne? Er gewinnt dann. Er hat dann gewonnen, basically. Ja, ja, er kann einfach direkt aufbauen und wir können uns überhaupt nicht mehr auf das Game konzentrieren. Ja, 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 true. Ich glaube, mein nächster Deal ist alte 4. Ja, same. GameStop ist so scuffed. Kannst du auch so günstig bauen. Junge. Es geht auch nicht darum, hier Erster zu werden. Ach nee, ich dachte, die ist noch. Sondern halt nicht Letzter zu werden, finde ich ein bisschen. Okay. Oder? An der Stelle schaut das Antonia. Jetzt kommt ein starker Wurf, glaube ich, aber. Oh ja. Ja. Und Basti? Was sagst du? Beim Schuh. Das ist beim Schuh. Ah, perfekt. Junge, also wirklich Toni und Max, eure Charaktere sind so grauenhaft. Ey, Dicker. Max, fuck mich so jetzt ab schon. Ich hab die Vierer jetzt schon, ich hab schon bezahlt. Max, du fuckst mich so ab. Du wolltest wie Monopoly, du weißt doch ganz genau, es kommt jedes Mal, wenn wir Monopoly spielen. Digga.
kann man so reich sein? Ich kenn erstmal 10 Straßen, so du kommst die ganze Zeit drauf, dann kommst du in den Knast und dann... Was sagst du denn? Ja, der Schuh, ja moin. Und dann spielen wir im halben Jahr wieder. Was, Knast? Digga. Junge, so dreist, bei mir hat der günstigste Sushi-Laden 35 Euro Mindestbestellwert. Oh mein Gott, frech. Dreist. Geht doch in dem Game. Chat, ich hol das Ding für euch. So. Junge, Bello ist im Knast, viel zu Batman. So. Der kippt. Okay. Was? Oha. Nee, ich hab an, alles gut. Mhm, einmal. Junge, schön an Basti, Junge. Und okay, Abfahrt. Basti. 18 ist nicht viel, mach ich. Direkt nochmal würfeln. Das ist aber nicht Knast, das wäre nämlich lang. Komm, jetzt so, schenk jedem Mitspieler 50 Euro oder so, wär sick. Ich brauch nochmal eine 2. Ah, das ist nix. Oh nee, das ist eine gelbe, oder? Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, Digga, es fuckt mich so ab. Oh mein Gott, Digga. Es ist genau wie letztes Mal, Bruder. Ey, ich lieb das mit euch, Monopoly, wisst ihr das? Der ist richtig nice gerade. Das ist ein Traum. Kurze Frage, Basti. Wie viele Straßen haben wir noch offen? Ja, das siehst du, du musst einfach beim Inventar 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Geht ja noch, ne? Toni, ja. geh für die Hellblown. da hab ich selbst sicher schon eine, ja, nevermind. Supi. Oh. Oh, das ist stark. Das hat von allem jeder schon eins, ne? Ja. Ne, blau noch nicht. Blau ist noch alles offen. Ah, dunkelblau. Ich schnapp mir jetzt blau. Ja, von da nicht. Weit weg, oder? Oh, oh! Was ist das? Ja, ist blau. Ist dunkelblau. Ja, wahrscheinlich nee. Dunkel. Rot! Let's go! Wichtig! Oh, jetzt ist alles kaputt gekauft. Schön. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Nice. Okay, jetzt kann Basti auch. Obwohl, Travis hatte sowieso auch eine rote, aber trotzdem nice. Okay, huge. Gut, oder? Ich beende meinen Zug. Wer hat die... gelbe? Hallo? Basti hat die. Also das hier. Basti, soll ich dir aber mein ganzes Geld direkt geben, oder? Obwohl, Chat, es ist sehr gut, dass ich die rote habe, weil hätte Basti die rote bekommen, hätte Trimix Basti die rote geben können und Basti Trimix die gelbe und hätten beide eine Straße gehabt. So hat keiner von beiden eine Straße. War eine extrem wichtige Karte, Jungs. Pack und Pockchen klingeln. Ja, chillig, erstmal nochmal im Knast chillen. Dafür würde ich nicht mal ins Telefon gehen. Was? Sie sind dran. Aber dann bist du safe Zweiter am Ende. Oh, ja, okay, dann. Cash. Ihr fucking Pissnäten-Chat, hat nichts geklingelt. Sie sind zu Hause. Vielleicht soll... Die sind zu Hause, sagt er mir sogar. Geil. Ah, nochmal ein Cash. Junge. Digga. Oh, die ist noch... Jetzt kauft er da vorne noch blau und dann drücke ich nicht alle vier. Karte ziehen. Oh mein Gott, Digga. 20 bekomme ich, chillig. Das neue Video gesehen. So, jetzt aber kein... Pasch würfeln. Sind da vorne noch die Sachen frei? Ja. Digga, das gibt's nicht. Junge, das ist insane. Nee, Dings. Boah, Alter. Kann ich mir die überhaupt leisten? Nicht, dass die zu teuer ist. Kann ich einen Kredit aufnehmen? Boah, bitte lass die zu teuer sein. Oh. Ja! Was? Nee, let's go! Nee. So. Komm mal Auktion. Ich will eine Hypothek aufnehmen. Kannst du nicht mehr vorher. Geht nicht. Kann ich Auktion drücken? Musst du. Ja, Auktion. Muss ich? Ja, du hättest vor dem Würfeln hättest du auf der Taste drücken. Chat, was ist das jetzt, was wir bieten sollen, Jungs? Go, 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 go! Wir brauchen die, oder? Ich bin nicht an der Auktion irgendwie prozentual beteiligt als Vermittler? Nein. Junge, okay, Max. Oh, Digga, das ist Monopoly. Das ist wichtig jetzt für Reefed und Fabo, ne? Jetzt könnte sich hier... Ja, ich geh all in mir, scheißegal. Okay, ja, das Fabo! Sorry. Mach keine Faxen. Ja. Okay, wie geht's Charmix, du musst auch betten, tatsächlich. Ach so, ich muss bieten jetzt hier, oder was? Genau. Okay, Basti übertreibt direkt. Komm mal, da bin ich dabei. Okay, das ist krass. Das ist krass jetzt schon. Geht das raus. Also. Ja. Fabo, du musst Backspace drücken. Fabo, da müssen wir es eigentlich lassen, aber im Preis. Oh, Verkaufspreis blinkt schon rot. Oh, das ist glaube ich schon. Ja. Das ist overpriced. Ja, Max, du musst rausgehen. Du kannst nichts mehr mitbieten. Du hast nur 300, Bro. Ich hab zurückziehen gedrückt. Ja, du musst gedrückt halten, glaube ich. Was ist jetzt? Nein. Oh, kannst du mal drauf bieten oder nicht? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, oh, nein. Oh, oh mein Gott.
40 kurz. Digga, ich dachte, das Game, das hat sich aufgehangen wieder. Digga, das wäre zu schlecht. Boah, noch ein Hundo? Jungs, ihr seid doch behindert. Hundo. Basti will es nur hochdrücken, weil er weiß, dass er es nicht nimmt. Kevin, deswegen würde ich an deiner Stelle auch lange drin bleiben. Die beiden müssen das kaufen. Wir müssen denen halt richtig viel Geld aus der Tasche ziehen. Ah, danke, Basti, ne? Ja, geht ESL. Nein, achso, ich hab's. Sorry, ich wollte es wissen. ESL-Spieler. Fabo, du weißt, was zu tun ist. Oh nein, ich hab mich verklickt. Spaß. Holy shit! 700? Junge, Tony und Fabo, ihr braucht. Guck mal, es lohnt sich überhaupt nicht. 700, guck mal, ihr könnt da nichts mehr kaufen. Wenn einer raufkommt, muss er 35. Tony, lass aber beide rausgehen. Es müsste jemand 20 Mal draufkommen, damit sich das lohnt. Mach noch. Es geht weiter. Ja, ich hol mir die Scheiße. Ja, würde ich auch mal. Ich würde an deiner Stelle echt. Das ist über 1000 wert, das ist die stärkste Straße. Also, das ist halt die teuerste. Ja, du bist dann rausgegangen, Basti. Ich hab kein Geld mehr. Was? Das ist ein Schnäppchen. Oh mein Gott. Viel Fabo, Alter. Insolvenz angemeldet. Junge, Digga. Wir müssen jetzt nur 3 Wochen Monopoly spielen, damit du es wieder reinkriegst. Junge. Viel Glück. Das ist meine zweite Straße, by the way. Achso. Wegen Schnapper gemacht, du. Du hättest beide dann? Digga, ich hab noch nicht eine blaue, ich hätte nur eine dann. Ja, sonst wäre ich all in gegangen, Chair. Ja, also, so oft kann ich auch nicht in den Knast kommen. Jungs, seid ihr farbenblind? Spielen wir. Ich weiß nicht, wir hätten noch höher gehen können. Hättet ihr das noch höher gekauft? Muss ich schon, ne? Ich glaube, ihr wärt doch safe noch über 1000 gegangen. Nö. Junge, oh, Bahnhof! Was, hättest du wirklich das gekauft für das Geld? Sick! Nee, nicht wirklich. Also, das wäre jetzt nicht so geil gewesen. Also, an meiner oder Fabus. Also, sie ist halt an sich noch sehr viel wert, weil die Schlossallee, also die zweite noch offen ist. Come on, gönn. Ist halt vielleicht wirklich so viel wert aktuell. Was ist das? Ist frei, oder? Die ist frei, glaube ich. Die ist frei, ja. Was ist das für eine Farbe? Nein, ist nicht frei. Ja! Let's go! Wichtige Runde, Dicker. Wichtige Runde. Nicht schlecht, du. Boah, sick. Das war gut gespielt. Ich beende die Battleface-Phase. Ich glaube, das ist meine schlechteste Monopoly-Runde, die ich in meinem Leben gespielt habe. Sick. Dings, hast du nicht 800 Euro für eine Karte ausgegeben? Chad, mir ist das jetzt nicht wirklich geklingelt. Nein! Ja, ach, ich. Das ist oh mein Gott. Ihr seid die größten Knechte. Danke. Das gezinkt, der Würfel. Kaufen! Ey, Toni, wie sieht's aus? All mein Stuff für die blaue. Ach so. Ah, eher weniger V.O. Wasserwerk gegen Schlossallee. Okay, jetzt aber ich habe euer Game abgesteppt. Also, ich habe im Early Game stark dominiert, aber was macht ihr denn jetzt? Jetzt hat sich mein Kopf gar nicht gelohnt. Sie haben zwei Straßen. Farbe hat so Geld gewastet. Alter. Ja, Digga. Bello im Knast, Alter. Kevin, hast du dir eine grüne gekauft eben? Und ich hänge seit 100 Runden im Knast, Mann! Du kriegst meine grüne, wenn ich deine orangene kriege. Wie ist das? Ja, machen wir. Yes. Was machen? Was? Das ist ein guter Deal. Bist du dumm? Mann, Junge, Basti, Alter. Oh mein Gott. Ja, ich muss kurz schnappatmen. Ja, okay, als ob ich das mache. Six. Haben Sie das gemacht? Das ist schon wieder. Ich hoffe nicht nochmal steuern. Ich bin nächste Runde einfach raus. Mann, Junge. Sie können dieses Grundstück kaufen. Was möchten Sie tun? Das Junge, ist es irgendwie, also würde sich das lohnen, auf den hellblauen oder auf den braunen Häuser zu bauen? Nee, die sind komplett Müll. Braun ist echt schwach, hellblau geht schon wieder. Okay. Also Badstraße bringt den Hotel 250 und... Was ist Hotel, Badstraße? Ist das braun? Die allererste, die auf der ersten. Okay. Und die andere, glaube ich, sogar 400. Das ist Pöstern und ganz fein eigentlich. Ah gut, und warte mal, die Häuser sind aber auch billiger, ne? Ja, 50. Ja, war das so pro Straße, also pro Seite quasi, bis um 50 mehr, ne? Also die erste dann 100 pro Haus, 150 und dann 200, so war es, ne? Nee. Ein Haus kostet immer 50. Safe? Das heißt, wenn du ein Hotel bauen willst, also du musst ja beide gleichzeitig leveln. Ja, normal, aber ich dachte, dass die Häuser teurer sind, je weiter hinten die sind. Doch, oder? Nein. Ich glaube schon. Ein Haus kostet immer denselben Preis, immer. Also die erste Seite 50, die zweite 100, die dritte 150, die vierte 200. Ja, aber das ist auf die jeweilige Seite des Bretts bezogen und nicht auf die Anzahl der Häuser. Ja, das war das, was ich meinte. Wir haben aneinander vorbeigesprochen. Ich dachte, du meinst, dass das zweite Haus auf der Seite. Nein. Ich meine die zweite Seite quasi, die Brettspielseite. Genau. Okay. Ja. Sorry, wir haben gerade aneinander vorbeigelabert. Deswegen ist Preis-Leistung. Digga, ich würfel nur Pasch! Junge, du hast auch das Game aufgesetzt. Was ein Wunder. Nee, halt, passiert. Jawohl! Hier, Bello, gönn dir. Hat sich schon gelohnt. Komm, Bello, hol die Premium.
Premium Food. Nochmal 20 Mal, dann let's go. So, jetzt. Ah, Digga, ich kann wieder nur Scheiße. Aber eine 2 wäre geil. Ah, nee, nevermind, die ist schon weg. Richtig geil, ja. 6. Ach nee, ist Trimax. Ach, Digga. Oder das sind 2 Euro, die du ihm geben musst. Nee. Guck mal, ist jetzt ein. 4. 4 Millionen, das M steht für Millionen. Ach so, okay. Chat, der Klingelgag war zweimal unendlich funny, aber es reicht jetzt auch, Jungs, okay? Oh. Ich sage nein. Zu Klingel-Jokes. Oh, nicht mehr die Steuern. Schon von Nico das neue Video gesehen? Ja, haben wir schon gesehen, Bro. War sehr, sehr funny, mein Opinion. Ja, wollte gerade sagen. Danke für die Donut, Bro. Ich habe mehr Steuern im Game gezahlt als auf Madeira. Klingel, haha, Megalul, haha, Klingel. Ja, scheiß drauf. Ich glaube, es wäre echt schlau, einfach mal den Fuffi dafür zu zahlen, direkt am Anfang. Achso, ich kann den die ganze Zeit zahlen? Ja, den kannst du am ersten Zug, also du blowst. Na hä? Voll. Ach, ja, scheiß drauf. Menschen, die den Klingeljoke bringen. Ja, woher soll ich denn das wissen? Menschen, die den Klingeljoke bringen, die gucken auch noch Streamer, die im Morgen streamen. So, eine 10 würde jetzt umgeballern. Oh, 9. Meine eigene, was jetzt? Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Okay, bisschen Cash, aber habe ich genutzt. Nice. Ja, sag mal an. Kevin, ich will die Orangen haben. Ja, dann würde ich alle deine Karten und 1000. Okay, Junge, WTF. Ich nehme alle deine Karten aus Orange plus 1500 Monopoly-Dollar. Was, sie macht schon wieder Ansichten, die kenne ich nicht mal. Nein, ja. Mann. Es sind halt nur noch 2 Straßen offen. Siehst du das? Ring, ring, ring. Unten. Kevin, das siehst du bei den etwas dunkleren. Es ist unten. Boys, bitte nicht, Jungs. Ist noch offen. Bitte und, nicht. Und eine pinke. Danke für die 11 Euro. Verstehe das nicht, wieso. Der Rest wird alles gekauft. Ansonsten ist alles weg, ja. Nice Runde. Ja, und jetzt sind noch alle Hardstars. So unwitzig, Kevin. Hä? Ich mein's ernst. Das war wirklich mein Deal. Ja, dann ansonsten geht das Ding hier bis morgen früh. Ist die Badstraße auch weg? Ja, hab ich. Darf ich die haben? Naja. Okay, ist meine eigene, sick. Du kannst mir deine beiden gelben geben, dann kriegst du die braune. Ist ja ein super schlechter Deal. Okay, warte mal. Ich kann einfach alle 20 Mal auf meine Straße gehen. Warte mal, wir hatten die zweite Fabo, du. Fabo, was willst du denn haben für die? Für die, was fürs denn? Wasserwerk. Ich meine, ganzes Hab und Gut? Bitte? Das ist mein ganzes Hab und Gut, geh mal ja, weg. Was möchtest du damit haben? Dafür haben? Ich würde dir. Ich hab nichts, was ich brauchen könnte. Ich würde dir eine hellblaue geben dafür. Gib mir beide Bahnhöfe. Okay, Junge, Wucher. Oh, für ein scheiß Werk. Dann nicht. Wo ist die Menschlichkeit geblieben bei dir? Ich würde dir 300 Dollar geben dafür. Hab ich's nicht für so viel gekauft? Weiß ich nicht. Die Hälfte. 150 und Bahnhof. nee. Okay, dann nicht. Hey, gibt's nicht nur 2 Wasserwerke? Es gibt 2 Werke. Und wenn du beide hast, dann wird es. Multiplizieren sich. Ja, ist mal 10 mal den Würfelding, den man drauf gewürfelt hat. Wenn du nur 1 hast, dann mal 4. Also ja, das krasseste, was man bekommen kann, ist halt 120, ist halt nothing. Also, ja. Ich dachte gerade schon wieder die Steuern. Oh. Ah, cool. Junge, Toni, bei dir läuft, ey. Junge. Bin ich jetzt 3 Runden safe? Toni, Alter. Fabo, wollen wir irgendwie handeln? Ich hätte gerne die blaue Straße, ja, obviously. Das Ding ist, ich kann dir halt. Ja, ich weiß. Ich kann dir halt die hellblaue geben und den Bahnhof. Nee. Weil mehr habe ich halt nicht, ne? Nee, willst du nicht? Nee, wir können es gerne andersrum machen. Nee, ey, Fabo, ich hätte das gerne, weil ich hab noch weniger als du, Fabo. Ich hab ja. Nicht mal mehr. Dollar. Ich glaube tatsächlich, dass entweder Tony oder Fabo sich aufopfern muss für den anderen. Ja, safe. Digga, der Schuh. Und sonst könnt ihr beide nicht überleben. Kevin, jetzt sag mal, was du für die Orange möchtest. Ja, hab ich doch gesagt. Alle deine Straßen und 1500 Monopoly-Dollar, dann mach ich's. Das klingt gut. Sie sind am Zug. Das Ding ist, Fabo, du kannst auch ein bisschen mit anderen traden. Ich hab halt legit nur. Das Blaue, was ich mir holen kann. Also und für mich, halbe. Ja, aber ich kann halt mit anderen nicht traden. Ding-Dong, du Hurensohn. Jungs, Chat, weißt du? Die Klingeldonos sind fucking funny, Jungs. Vielen Dank. Kevin, möchtest du eine grüne von mir haben? Würde ich nehmen, ja. Okay.
Gutes Gespräch. Wer ist der Sushi-Bote? Nicht. Gutes Gespräch an der Stelle. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Würfeln Sie und Rot sehen und wir, was grün. Die Zukunft bringt. Rot und Grün gegen eine rote und eine grüne gegen Orange. Nochmal? Ich gebe dir eine rote von mir und eine grüne. Ja. Gegen Orange. Auf keinen Fall. Gib mir noch die zwei gelben dazu. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Dann würde ich drüber nachdenken. Fabo, wir müssen traden. Anders geht's nicht. Oh, ja, nice, Fabo muss nicht zwingend traden. Also Fabo hat ja auch vielleicht was mir gefällt. Was gefällt dir denn? Ich kann ja Fabo auch ein bisschen zurück ins Spiel holen. Was kannst du ihm denn geben? Ich hab schon ein bisschen was. Nichts, wo er eine Straße machen kann. Nee, das nicht. Mach doch. Aber nein, Chat. Ja, gib mir die pinke. Okay, Max, pass auf, ich habe ein Angebot für dich. Hm? Ich nehme die grüne, die rote und 300 Dollar. Dann kriegst du die orange, ne? Die grüne, die rote und 300 sorry, Dollar. Sorry, die gelbe meine ich. Welche? Ja, du hast oder keine ist, gelbe. Achso, das ist orange, das blieb bei mir, my bad. Nee, das ist also... Was ist das für welche Angebote? Müsst ihr jetzt einfach 8 Stunden würfeln, bis einer tot ist? Trimix, du willst doch bestimmt eigentlich gelb auch haben, oder? Wie viele gelbe habe ich? Ja, du hast 2 gelbe. Ja, dann würde ich noch die dritte nehmen. Ja. Ja, wobei, das gefällt mir noch nicht so. Ich warte noch mal ein bisschen ab. Max, was denkst du? Grün, rot von dir für meine Orange. Kevin, du sollst nicht vergessen, wer auch noch grün-rot hat, ne? Plus. Ja, plus 300 Dollar. Das ist ein guter Deal. Dann hast du eine Farbe komplett als erster. Und hab kein Geld. Na doch, 160, das sollte rausreichen. Mach ich nicht. Jemand besitzt dieses Grund. Hier, Basti, können ja. Sag ihm, er soll sich löschen. Ah, perfekt. Bro, es ist der Deal des Jahrhunderts, Trimax. Kevin, warum willst du ihm die Straße so einfach herschenken? Bro, das ist ein guter Deal. Da machen wir beide Win-Win. Das ist Win-Win. Ich würde noch warten. Wer denn? Wo machst du denn da Win? Ja, ja, ist halt Win. Auf was wollen wir noch warten, Fabo? Bessere Zeit. So, du hast keine Straße. Doch, du gibst mir gleich noch Rot und Grün, Basti. Und dann habe ich eine Straße. Also was das Ding ist, dafür? Fabo, ich würde dann jetzt langsam traden. Weiß ich noch nicht, überlege ich mir dann. Traden, weil sonst komme ich gar nicht bist du dumm, dann hat er eine Vollständigkeit. Ja, guck mal, Basti, wir könnten dann so einen Deal machen, wo ich dir meine 2 roten gebe, du gibst mir irgendwie eine grüne oder so und dann. Ja, was würdest du denn traden? Dann haben wir beide eine Straße und dann also ficken wir einfach alle halt anderen. Drei ja, und dann Sachen, streiten ne? Wir uns, machen gar nichts und hat er nur als einziger eine Straße. Ist dir halt eine hellblaue zu geben und einen Bahnhof zu geben. Dann hast du 2 Bahnhöfe. Ja, Bro, es ist die einzige Chance hier. Es ist die einzige Chance, irgendwie ins Game zu kommen gerade, Bro. Ja, aber Orange und das Blaue, ist die stärkste. Die braucht ja auch Kevin noch. Und dann der hat noch die anderen 2 Bahnhöfe. Orange ist stark, Basti? Ist die stärkste im Spiel. Ach, scheiße, okay. Scheiß. Basti, welche Farbe hast du? Wenn wir es andersrum machen, siehst du da? Mann, ich kann Basti auch nicht vertrauen, weil Basti ist auch ein Fink. Ist die stärkste Mitspieler. Orange ist die stärkste. Die blaue, ich gebe dir Bahnhof und das Elektrizität. Weil du vom Bahnhof am meisten drauf kommst. Du kommst in Elektrizität. Ich habe ja nichts anderes auf Kevin. Warum genau reden wir eigentlich alle gleichzeitig gerade? Ja, wir versuchen hier zu verhandeln. Er hat geglaubt. Nee, ich hab ja sonst nichts anderes zum Traden dann noch. Das lohnt sich nicht. Ja doch, meine pinke und das Elektrizität. Sollen wir dich ab jetzt Papa nennen? Ja, da hab ich einen schlechteren Ausgangspunkt auf einmal. Also, Basti für Geld 30 Subgifts. Kann dir noch ein bisschen Geld Max geben, du einen, Fabo, Max, falls du einen falls es dann fair wäre für dich. Jo. Ja. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Klicken Sie nochmal. Achso, okay. Eine Sekunde. Basti, ich muss wieder an eine gelbe rankommen. Erzähl mal wie. Naja, du musst mir irgendwie auch. Ich muss auch was komplett haben. Anders kriegst du es nicht von mir. Oh mein Gott. Geil, Zusatzsteuer, Junge, wie wack. Ich hatte gerade für einen Moment Angst, dass das Game abgeschützt ist, Alter. Ist rausgetappt automatisch. Hatte ich vorhin auch, das passiert manchmal. Junge, halber Heart Attack gerade. Ey, du kriegst Braun von mir, Basti.
Ja, das klingt doch richtig super. Alter, das ist ein kranker Deal. Mach das, Basti. Also, was wir halt machen können, Trimax, Kevin und ich, wir können halt einen Bereich bilden, indem wir einen großen Trade machen, wo wir alle drei am Ende mit einer großen Straße resultieren. Man könnte sich halt im Dreieck drauf einigen mit was. Ja, okay. Du merkst langsam, ne? Ja. Bisschen schwierig gerade. Also ich glaube, ohne das, wir müssen, wenn alle drei involviert werden, weil wir sind alle drei miteinander verkettet. Ja. Wir kriegen keinen Trade zustande ohne das. Ich krieg einen Trade mit Basti zustande, der kann das Game. Aha. Du kriegst von mir rot und braun. Also, wie gesagt, du kriegst von mir nichts, solange ich nicht was anderes als braun vollständig bekomme. Also bevor ich auf braun spiele, kann ich direkt also alte vieren. Also das ist halt braun. Junge, hat schon mal jemand mit braun gespielt und gewonnen? Safe. Das wäre doch mal ein Video. Mit braun gewinnen. Ist auch ein geiler Clickbait. Ich habe mit den braunen Straßen gewonnen. Ist ein gutes Placement, Mann, für einen Rasierer. Oh Mann. Ja, stimmt. Mist. Wer ist das? Wie gibt das? Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. 50 ist gibt schon. Es Menschen, die keine Avocado mögen? Ja. Alter. Auf jeden Fall. Junge, es ist so geil. Avocado ist es einfach. Dein Essen ist gerade gekommen, ne, so wie ich gesagt habe. Ja, Mann. Ja. Oh, ich habe gerade was bekommen. Das ist ein viel Gänge-Menü gekocht hat, während ich bekommen spiele. 50. Guck mal, Fabo, ich habe eine Überlegung gerade gehabt. Ja, ich auch. Einer von uns muss auf die dunkelblaue gehen und einer muss auf die hellblaue gehen. Eine hellblaue ist noch übrig und die andere hat Kevin. Das heißt, ich gebe dir die blaue. Wenn du mir die blaue gibst, kriegst du von mir die hellblaue Farbe. Basti, Schnauze? Wie viele rote hast du? Eine. Ich geb dir meine rote. Kevin, hier ist deine Klinge. Ring, ring, ring. Kevin hat ein kleines Ding. Erstmal freipacken, merci. Bitte nicht. Und? Alright, tschüss. Da war jetzt mein Angebot wahrscheinlich gestorben. Das ist klar. Ich geb dir. Avocado ist wie grüne Butter. Eine grüne gegen die braune? Avocado ist das Beste, was es gibt, Bro. Da überlegt er, guck mal, wie er am Überlegen ist. Nein, holy shit! Ich habe ganz kurz eine Donation aufgelesen. Warte mal, was genau brauche ich? Was genau brauche ich? Ist noch irgendwas offen eigentlich? Nee, ne? Nö. Okay. Damit könnten wir arbeiten, Tramax. Ja. Aber dann müsstest du mir noch ein bisschen was draufzahlen, weil nein, du mir was vorstellen musst. Du müsstest draufzahlen, das weißt du auch. Ich habe nicht so viel auf der Tasche. Du musst böse gerade draufzahlen, du hast gerade gut Geld. Du gibst 500 noch mit oben drauf. Oh. Was hat Tramax vorgeschlagen? Dein Angebot ist gerade gefallen, bevor das passiert ist. Das weißt du selber. Charmix, was ist dein Angebot für Basti? Ich will Bastis braune haben. Mhm. Und dafür gebe ich ihm meine rote und meine grüne. Das ist bist du wert. Ich möchte von dir die orange haben und gebe dir rot und grün. Max, du willst das mich verarschen? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ja, er hätte als erstes eine vollständige Straße. Er könnte halt bebauen direkt. Oh mein Gott. Halt das wäre halt stark. Wir müssen ja dann gewinnen, Basti. Ja, oh mein Gott, Basti, shut the fuck up. Nein, wir müssen jetzt das Spiel langsam, es wir wird ja langsam ein bisschen langweilig dann auch. Kevin, gib mir alle deine Karten umsonst. Spielen wir. Ich meine, Kevin, solange du nicht mit ihm tradest, hat Basti auch keine vollen Straßen. Mhm. Basti, wir könnten dann halt traden, dass du mir dann die volle rote gibst und ich hab die volle gelbe zum Beispiel. Einer von uns hat rote. Es wird im Dreieck darauf hinauslaufen. Trimax kriegt die braun und wir beide kriegen irgendwas, sag ich mal, rot oder gelb. Ja, doch, finde ich ein guter Deal. Ja, doch. Finde ich einen guten Deal. Ja, das bringt das Game voran. Ja. Kann ich sonst auch meine Braun auch noch abtreten an euch? Aber ich finde, die Braun können ja am Ende irgendwie so an Farbe oder so verkauft werden. Die nimmt die bestimmt. Was nehme ich? Die Braun. Guck mal, Farbe, die wollen Trash-Deals. Wir müssen jetzt einen guten Deal gleich machen, Farbe. Wir müssen uns gleich was überlegen. Und du weißt, dass ich die blaue für 1000 gekauft habe. Und Charmix, gib Basti rot und gelb. Ich habe eine Idee. Grün meine ich. Das ist also, wenn du mir die dunkelblaue gibst, ich gebe dir meine anderen beiden Karten. Wenn ich die andere hellblaue bekomme, weil die ist ja noch offen, dann schenke ich sie dir. Los, würfeln sie. Max, was ist jetzt mit der braun? Die nehme ich nicht. Oh Mann. Wir machen das gleich, Kevin. Ich wenn ihr weiterhin so auf eurer Position beharrt. Babo, was sagst du? Hier wird gar nichts beharrt. Plus Geld. Auch nicht Kevins Bart. Weil ich habe die blaue für 900 oder so gekauft. Naja, wenn ich die andere blaue dann noch kaufe und die noch. Schade, ich habe einen Big Mistake gemacht. Ich dachte, California Rolls sind die frittierten. Also nicht die frittierten. Jetzt habe ich keine frittierten. Sondern so welche mit Krebsfleisch und Avocado, die inside out sind und nach Mann. So eine Scheiße, ey. Meine? 300, oder? Die dunkle oder die hell? Die dunkle? Weiß ich nicht mehr genau. Aber sowas wie kostet die blaue? 300? 400, aber die ist jetzt, also ich würde die... Ja, 400 plus... Wieso streamt Revi heute nicht? Dicker, wieso schreibt man mit E?
Oh mein Gott, der überspringt gleich. Okay, warte mal. Und ungefähr 2.500, die du da, glaube ich, für zahlen müsstest für die zweite blaue. Wer ist der Hund nochmal? Fabo. Fabo ist ein Hund, ja, ist richtig. Ey, musst du es jetzt individuell hochklicken? Nee, ne? Ja, wenn du länger gedrückt hältst, geht's schneller hoch. Das ist ein guter. Ich geb dir braun, grün und rot gegen gelb. Wir gucken gleich mal, wir sind ja gleich dran. Wir lassen erstmal hier die Amigos machen und dann. Das ist ein guter Deal, Basti. Dauert hier ein bisschen. Muss man das so machen? Bruder, halt einfach gedrückt. Wenn du gedrückt hältst, dann wird es eigentlich schneller. Es geht nicht, ich halt gedrückt, mach nix. Oh. Mach mal einen Fall, dass du nach oben, oder? Nee. Ach, ganz wichtig, du musst es dann aber auch bestätigen. Ich kann aber nach wenn du das dann nicht als Bestätigung hinzufügst, dann musst du nochmal alles machen. Mal Geld hinzufügen, wie viel sind wir denn jetzt? Wie viel Bar habe ich schon rein? 101, also, oder? Für die oben. Was habt ihr denn jetzt hier für ein Scuff-Trade? Also, des Jahres gehalt mancher Menschen aus ja. Am Ende werden wir von euch genau der ist es. BTF, ey, wenn du doch. Mexiko hat Cannabis legalisiert. For real. Holy shit, Pogchamp. Aber ich glaube, die mussten auch früher oder später, Junge. Ich glaube, da in Mexiko. Ich meine, Mexiko ist im Grunde so wie Berlin, nur halt als Land, was Cannabis angeht, vermutlich. Ich glaube, da gibt echt jeder einen Fick drauf. Bisschen, ne? Also da kann Toni ja direkt bauen. Aber ich finde das gut, dass Fabo sich so rippen lässt. Oh mein Gott. Alles klar, super. Oh mein Gott, WTF, Fabo, du bist so dumm. Das ist das krasseste Comeback, was sie machen kann. Fabo, also, du bist so hohl. Halt. Was soll ich denn machen? Hallo? Fabo, du bist so blöd einmal. Sie sind dran. So, jetzt ist die Schnauze voll. Basti, wir handeln jetzt auch. Ja, wir müssen jetzt. Jetzt müssen wir, Jungs. Ja. Jetzt wird es den Dreieck-Trade geben. Ja. Nee, ich weiß einfach, dass das so ein Ding zwischen uns beiden ist. Oh. Dreieck-Trade. Nee, warte, Kevin, ich mache erstmal ganz kurz. Du kannst mir ja gleich ein Angebot stellen. Nicht zur Seite und dann. Das ist ja jetzt auch ein bisschen, ne? Aber ein bisschen Diskretion finde ich ja auch. Mit Basti zu handeln ist so fucking scheiße. No joke. Ich traue Basti bei diesem Game nichts. Danke, Fabo. So, jetzt hau mal raus, Basti. Also, du willst braun, das bekommst du. Ich will gelb. Oh, das ist oder ganz orange. Schwierig. Ich werde mit einem von euch beiden traden. Entweder Kevin oder Basti. Ihr entscheidet. Aber ich denke mal, wir haben uns ja schon darauf geeinigt, das läuft am Ende nur auf den Dreieck hinaus, weil Kevin kann mit keiner Straße von dir was anfangen, ohne einer Straße von mir. Deswegen wird Kevin dir auch nicht einfach so orange geben. Ich werde dir auch nicht einfach so gelb geben. Er wird mir einfach so orange geben. Für braun? Wenn wir uns so jetzt nicht drauf einigen, dann wird Toni gewinnen, weil sie über jetzt. Langzeit gewinnt Toni, wenn wir jetzt nichts machen. Wenn wir jetzt uns zu stolz sind, uns aufzuopfern, was abzugeben. Und wir wollen, dass Toni gewinnt, Max. Kevin, wenn du braun... Mann, Max, keiner will braun haben. Hast, braun ist absolut Rotze. Gut mit Basti verhandeln. Also ich glaube, es wäre ein guter YouTube-Titel, wenn das Mädchen gewinnt, tatsächlich. Ja, stimmt. Okay. True. Wäre auch krass, wenn Fabo mit braun gewinnt. Ist doch mal mit Stäbchen, du Keck. Wut, wer ist BTW? 3 Euro sind ganz schön... Handeln wir jetzt gar nicht, oder wie? Ja, die Runde geht ja gleich noch. Ich will jetzt handeln, komm. Hau mal was Gutes raus, Basti. Also. Mädchen hat krassestes Comeback in Monopoly. Ne? Oh Mann. Guter Titel. Kranker Titel. Wir machen es so: Du gibst mir Rot und Grün. Dann gebe ich dir Gelb und Kevin gibt mir dann für die Grüne Rot. Warte nochmal. Primex gibt mir Rot und Grün für meine Gelbe. Okay. Dann trade ich dir grün rüber und du gibst mir deine rote. Dann hat Trimax hat dann gelb, ich hab rot und du hast grün. Okay. Ein paar Coins bei machen wir. Deal. Das ist wirklich ein vernünftiger Trade. Irgendjemand leidet bei dem Trade doch jetzt gerade. Ja, Chat, ist grün scheiße. Ihr braun? Nein, du leidest nicht, Max. Du hast ich möchte gelb und braun noch dazu. Dann bin ich dabei. Boom. Junge. Gelb und braun und wir machen es. Braun ist echt nicht so gut, Max, ne? Aber gelb ist okay. Die anderen haben dann bessere. Dann rot und grün, was ist grün gut, Chat? Und wenn ich aber gelb grün und braun mische, kommst du so ein richtig wacke Ockerfarbe. Ganz kurz, also bevor du braun haben willst, kriege ich aber noch eine orangene von dir. Ich sag das Basti aber erst, wenn die getradet haben. Dann machen wir jetzt einfach den rot haben. Rot-Trade. Ich will rot haben, sonst mach ich's nicht. Ich kann dir noch was drauf. Ich zahl dir was drauf. Mm-mm. Ich kann das ja schon mal hinzufügen, damit du es nur mal so vor Augen siehst. Ah, ich esse nicht so gerne mit Stäbchen. Also jedenfalls nicht im Stäben. Ich esse einfach so Sushi mit der Hand einfach. Gib mir noch deine wacke Braune. Wenn die Ehre ist, wie du gesagt hast. Kann man besser dippen und dann shit. Zahlst du noch mal 300 drauf. Ich zahle 150 drauf. Dann machen wir 200, Angebot. Dann treffen wir uns. Ich danke dir. Meine Aktien anvertrauen in echt, im echten Leben.
Okay, warte mal. Zack. Das machen wir. Machen wir nicht. Ablehnen. Wo geht ablehnen? Enter. Enter einfach. Nee, du machst jetzt falsch. Wegen dem Fuffi, du bist Trimax. Komm, wegen dem Fuffi? Fuffi ist Klopapier. Du gewinnst zu hart. Du hast... Komm, Max. Ich weiß nicht, wie gut Kevin jetzt handelt. Kevin Fuffi kann jetzt richtig verkacken. Ich mach jetzt mit Kevin Bro, mach ich einen richtigen... Basti, die sind Rocket League Homies. Wir traden richtig gut jetzt. Ja, weißt du... Du hast vor uns eine vollständige Straße. Junge, das ist übelst, Mann. Gegenangebot. Oh, nee. Oh, Mann, Alter. Oh, kann ich jetzt hier... Oh, Junge, WTF. Suchst du was, oder? Ja. Ich möchte das Schild wegmachen. Ja, dann Shift bin ich dabei. Basti weiß nicht, dass wir gleich rot wollen. Mit dem Fuffi runter, dann gehst du auf 150. Ich muss Shift drücken. Basti wird gleich gefickt, Chat. Linke Seite mit dem Pfeil oben. Basti weiß nicht, Jungs. People love you. Jetzt runter aufs Geld. Du bist schon bei dir. Du musst Shift drücken. Shift ist löschen einfach. Nee. Shift ist Übersteuerung und Untercap. Ah ja, okay. Oh mein Gott, Max, Alter. So, jetzt runter bei der Zeit. Der Mann hat eine 60k Rolex, Alter. Jetzt, den Pfeil nach links. Pfeil nach links. Jetzt habe ich's. Dann lässt er aber bei 150 stehen. Wer spielt denn mit Maus und Tastatur? Du bist ein bisschen zu schnell gerade, ne? Stimmt. Ja, super. Hast zu lange gebraucht. Ganz komisch. Dann mach ich nochmal. Jetzt kann ich nochmal alles einstellen. Danke. Scheiße, Alter. So, also. Nochmal das gleiche. Chat, wir wollen 100%ig rot haben, oder? Was ist besser, grün oder rot? Was ist besser, grün oder rot, Chat? Ich spüre das Angebot noch nicht so sehr, weil ihr gleich ziemlich OP traden könnt. Grün ist besser, seid ihr sicher? Nee, gar nichts. Rot ist besser, oder? Ich bin sofort dabei. Es ist trotzdem schlechter Deal für mich, selbst ohne Geld. Aber ich glaube, ich gewinne trotz der niedrigeren Wahrscheinlichkeiten. Grün ist besser? Herr Toni, was? So, jetzt musst du noch drücken. Was denn? Grün Müll wegen teuer bauen. Papa, bist du Brain AFK, oder? Oh Gott. Warum? Ich weiß, das war kein guter. Das war kein allzu guter Trade. Ja, ah, Quatsch. Aber ich habe gewinnt mich trotzdem nicht. Was soll ich nehmen, Chat? Was soll ich nehmen? Hilf mir doch! An die braunen Karten auf. So, rot sind Häuser billiger. Alter Kumpel. Weißt du noch früher, wie wir uns kennen? Was, jetzt rot oder grün, Chat? Ein Moment, Basti, ich muss kurz. Eine Sekunde. Ich bin. Ich muss mir kurz was trinken holen. Ich bin rot oder grün, Chat? Rot oder grün? Was nehme ich? Wie lautet ihr Angebot? Boah, da werde ich aber gerade ein bisschen gerippt, ne? Hey, Toni, warum Brain AFK? Was ist? Okay, warte mal, du kriegst von mir rot, also du hast dein Rot komplett und ich hab grün komplett, ja? Also genau. Ob wir da jetzt was dagegen tun oder ob wir das jetzt einfach zulassen hier? Ich muss mir kurz noch einen Trinken holen. Chat, nimm mich rot oder grün, was nehme ich? Was gewinnt das Game, wenn du jetzt gerade weiß ich nicht. Wenn der Tryhard das Game gewinnt, wäre irgendwie langweilig. Ich hab keine Ahnung von Monopoly. Jesus. Ey, Kevin, wir haben uns davor mündlich drauf geeinigt. Was machst du denn jetzt? Nee. Ja, mach das, mach weiter. Ey, Kevin, pass auf, Basti hat gerade den besten Trade seines Lebens für Trimax gemacht. Ja, genau, darfst du jetzt nicht nochmal machen. Wie geh ich zu dir rüber? Ich hab dir vertraut, ich hab den Trade nur gemacht, weil ich dir vertraut habe. Hey, du begehst jetzt in dein Inventar. Das war... Nein, oh mein Gott, Bro, ich hab mich verklickt, sorry. Oh mein Gott. Digga, es ist so dumm, diese Steuerung, sorry, my bad. Kann ich noch ein Team machen? Ja, ne? Ja, kannst du. Sorry. Digga, ich muss machen. Also, okay. Kevin. Guck mal, ich will rot haben. Das wäre, guck mal, es ist ja nur eine ganz kleine Veränderung, aber es würde mich sehr freuen, wenn ich rot haben könnte. Bro, ich will grün nicht. Ich würde lieber rot nehmen. Wie lautet ihr Angebot? Guck mal, wir können es machen, Basti. Mit mir oder was? Ja, mit wem sonst? Wir haben uns vorher mündlich drauf geeinigt. Wir haben einen Dreieckshandel gemacht. Bro, nein, mit Zahlen. Basti, da muss doch es gibt ja mündlich. Junge, zeig mir den Vertrag. Zeig es mir schwarz auf weiß, Digga. Wir haben gar nichts ausgemacht, okay? Digga, das ist das wahre Leben hier, Bruder. Mann, ey. Was für. Nee. Mündlich, flüttlich. Kevin, lass dich nicht abziehen wie ich. Ich nehme grün, aber ich will $200 on top. Mehr. Dann mach ein Gegenangebot. Mach 150 rein und dann ist in Ordnung. Aber WTF, wir haben uns vorher drauf geeinigt. Ja, mit Geld doch dazu, dass es passiert, aber nicht mit den Zahlen. Ja, kannst du auch was drauf machen. Ihr ins Gefängnis und rot ist günstiger. $150 haben wir gesagt. Kevin, ich werde abbrechen, wenn du es jetzt mit 200 machst. Kevin, er zieht dich ab. er zieht dich knallhart ab und du fällst auch noch drauf rein. Das ist jetzt live. Ist der Motor live und in Farbe, wie du dich abziehst. Ja! Oh, let's go! Gott. Das war ein guter Deal, Basti. Guter Deal. So trash alles. Digga, ich. Junge, ihr habt da alle Straßen. Get fucking scammed, bitch! Also oh, der Mann, Deal stimmt. War Turbo-Trash, wie Kevin sagen würde. Damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Hat der jetzt Häuser gebaut? Baut der gerade Häuser?
Basti, wir werden alles, einnehmen. Wobei. Max, du kriegst von mir Orange, wenn du mir komplett Geld gibst. Wir sind so ripped. Fabo, wir sind so ripped. Sagst du sowas? Hey, nice. Basti, ich würde gern traden. Huch. Basti hat gewonnen. Oh, wow, Basti hat gewonnen. Der Monopoly-E-Sportler. Warte mal, warum scammed? Das ist gut, das ist doch ein guter Deal gewesen, Chat. Warte mal, Basti, du hast mir doch Geld gegeben, oder? Oder hab ich mich gerade verklickt? Ich hab dir 150 on top gegeben. Ja, 175. Ja, 175, ja. Wie viel Nein, Zahlen ist, wenn man auf die Straße da kommt? Ja, 500, du bist sofort tot. Ah, chillig, nice. Das Wichtigste ist ja auch... Hab ich das Geld bekommen? Ja, oder? Ja, hast du. Das Wichtigste ist ja auch... Chat schreibt Scam. Ich hab schon seit 30 Minuten nicht mehr gewürfelt, was macht ihr denn eigentlich? Babo, Ruhe. Du hast gar nichts. Du hast nichts beigetragen zu Artikel 13. Und das Game. Babo, du warst komplett brain auf der letzten Sekunde. Könnt ihr auch mal ein F zu spammen? Gib mir absolut auf den Sack. Danke. Bro, ist kein fucking Knossi-Chat gerade. Was sie daraus gemacht haben. Okay. Basti, kann ich denn eine Pinke haben? Für was denn? Für ein bisschen Handgeld, ja. Ja, wie viel? Gucken wir gleich, wenn du dran bist. Ganz wichtige Randinnovation ist auch, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Häusern gibt. Das heißt, wenn viele Häuser aufgebaut sind, sind diese dann auch später blockiert. Ja, tatsächlich. Nice! Okay, reichen $60, um zu überleben? Ich bin ja fast auf los, ne? Das passt ja eigentlich. Aus einem zarten Pflänzchen wächst einst ein Bau. Okay. Zurück zu Ben. So, Boys. Wait, Toni, du kommst als erstes da vorbei. Es tut mir leid an alle Leute, die auch ein F einfach nur in ihrer Nachricht hatten. Aber das muss jetzt einfach sein. Vor mir, Toni, den müsst ihr jetzt einfach taken. Ich hab was Geiles für uns. Spielen wir. So, ich glaube, ich tue erstmal. Ich kann ja auch. Ich kann Grundstücke verwalten, nachdem ich gewürfelt habe, ne? Ja. Sagt das, passiert jetzt nur. Oder? Nein, also du müsstest jetzt eine. Du kannst nur, wenn du jetzt eine 11 würfelst, dann. Oh, aber das ist natürlich wahrscheinlich. Wo komme ich hin? Auf welches komme ich drauf? Oh, das ist nicht schlimm. Ja, ist okay. Ist okay. Noch okay? Kevin, ich gebe dir für diese Straße meine beiden Braun. Alter, kranker Deal. Das ist Quatsch. Ich lehne dankend ab. Das ist richtig Quatsch. Jungs, das ist so fucking cringe. No joke. Ihr seid fucking cringe. Ihr seid trash. Ihr seid ein Trash-Chat, Jungs. No joke. Ich weiß, viele von euch sind neu. Geben Sie nicht auf. Aber das ist Trash. Ist der Schlüssel zum Erfolg. So was machen wir hier nicht, Jungs. Jungs, ich weiß, ihr guckt sonst irgendwelche anderen Streamer, wo man als Emotes nur so Sub-Emotes von irgendwem sieht. Und so diese komische Squid 1, 2, 3, 4 Scheiße mit dieser Welle da. Und diesen Tentakel. Aber so einen Müll machen wir hier nicht, Chat. Bitte benehmt euch. Danke, das ist sick. Nein, kann ich ein paar Smile-W-Claps sehen? Danke. Auf der Straße erstmal nichts bauen und so weiter. Aber du musst jetzt irgendwie am. Toni, das sind viele Schulden. Achso, danke, Kevin. Oh mein Gott. Oh! Toni. Ach, wenn du Basti bekommst, warum bekommt er die? Er kriegt die Straße? Ja! Ach so! Toni, ja, mit dir! Ich hab die Hypothek mit! Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott! Wieso hat jemand Stopp gesagt? Todi, WTF! Ich dachte, damit mach ich damit einfach. Oh mein Gott! Wolltest du das nicht? Oh mein Gott, Basti, du bist so ein 31er! Ich hab doch gar nicht. Oh mein Gott, no way! Ja, das war's. Gib mir die mal, dann ist fair, gib mir die beiden. Ja. Wow. Fabo. Ja? Bitte. Was willst du mir dafür geben? Ein bisschen Geld. Hallo? $7, holy shit, do it. Das war's mit dem roten YouTube-Titel. Wie viel bist du? Damit du. Mädchen scheitert fürchterlich. Du darfst nicht vergessen, deine Pink ist noch offen. Ich würde dafür 800 verlangen. Geh weg, Digga. Ciao. Oh, ich wäre fast gekillt. Ey, lass nächste Woche nochmal Monopoly spielen, aber dann ohne Scammer, okay? Ja. Ich hab doch niemanden gescammt. Was kann ich denn dafür, was sie würfelt? Basti, du bist so am Scam, Alter. Das ist Quatsch. Das Weird Champ. Das wisst ihr auch alles. Weird Champ. Ja, und ich bin auch. Ja, dafür kann ich doch jetzt auch. Wo hätte ich denn jetzt die Hypothek aufnehmen können? Da bin ich jetzt auch noch down. Ah, chillig. Oh mein Gott, Junge. Let's go. Yeah, oh mein Gott, Bro. Ey, Monopoly war eine richtig nice Entscheidung. Ja, same.
Jungs, es ist noch nichts vorbei. Ja, Basti, shut up, Alter. Yo. Es ist halt auch einfach ein Spiel. Was? Sagt der, der ist am allerersten der E-Sports-Orga gejoint ist mit diesem Spiel. Was, ich kenne niemanden, der das Game so ernst wie du und er sagt, es ist nur ein Spiel. Ich nehm's gar nicht, nee, Quatsch, Digga! Ich zock hier Elektro. Bruder, keiner weiß, dass man bei diesem komischen Elektromerk mal 4 rechnen muss. Junge, weil ich 7x4 rechnen konnte, bist du geflasht. Ja, warum bin ich nochmal dran? Achso, ich. Ja, ey, Digga, gleich nochmal. Komm jetzt auch auf mein Feld, imagine. Digga, ich stehe mal. Oh mein Gott, jetzt ist mein Feld! Ja, ja. Hast du auch schon gebaut? Oh! Ja. Fabo. Ohne das Pummelparty zu zweit. Double Scan. One vs. One. Schlaue Investoren. Dann soll ich jetzt auch bankrott gehen? Ja, musst du hier. Nein. An dem Punkt musst du bankrott gehen. Ja, dann ist wenigstens vorbei. An dem Punkt, du musst, guck mal, du könntest viel besseren Content jetzt für deine Zuschauer liefern. Fabo, guck mal, Fabo, du könntest einen taken für einen Bro und könntest geileren Content für deine Streams machen. Nein. Das ist super fucking worth. Das ist super fucking worth. Come on. Fabo, warum bist du so schlau? Toni war nicht so schlau. Ja, oh, Mann! Ah, mein Gott, warum? Seit wann habe ich überhaupt 2 Bahnhöfe? Immer die Schlauen! Ach, scheiße! Wie viel Geld brauche ich noch? 450 Euro. Ich kann das bei Bankrott machen. Jetzt musst du Enter gedrückt halten. Entfernt meine ich. Enter. Ende. Scheiß Spiel. Schlechtes Spiel. Oh mein Gott. Kann ich mal raustappen. Schlecht. Warum nochmal? Hast du ein Porsche? Ja, jetzt bin ich ja komplett tot. Also boah, nee, zum Glück hast du. Ey, ich war noch nicht dran mit Bauen. Hast du aber Glück nein. gehabt. Wenn Basti jetzt seine Straßen bekommt, bin ich still! Oh nein. Geben Sie nicht auf. Nee, das kann er sicher leisten. Oder geh Bankroll, kannst du halt auch machen. Dann kannst Basti, shut up! Ist ja jetzt Quatsch. Muss jetzt nicht mal wieder auf Wie viel brauche ich? 100. Das ist halt. 100? Ja, 100. Mach. Nein, mach nicht Bankroll, Fabo! Mach Feierabend, Fabo. Digga, lass dir von dem Suppenmann nichts sagen, Alter. Hey! Hey, ich will die Suppen. Ist ja eh schon vorbei, egal was jetzt passiert. Ja, mach halt. Nimm Nein! Danke, okay, sick. Junge, Basti, du bist so ein Scammer, Mojo. Ich bin noch mal schon wieder dran, nachdem alle tot und gescampt wurden. Ja, bitte? True. Jetzt mal eine 11, wäre ganz lecker. Ja, wer hat der Basti die Roten gegeben? Die haben verloren das Game. Ja, Trimax ist Häuser bauen. Trimax ist schuld. So, hier jetzt. Was ist Handel? Einfach Schiff drücken, dann baust du ein Haus. Boah, sind die teuer. Ich würde meistens Häuser erst nach seinem Zug bauen, weil es kann auch sein, dass du hohe Kosten heute haben wirst. Stell dir vor, du hast nur einen Dollar, eine hellblaue und ein Werk. Ich stell dir mal vor, du bist so schlecht im Mund. Oh, warte mal. Weißt du, das bin ich. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Kann ich jetzt noch diese hier auf Hypothek ballern? Ja, ne? Geh einfach bankrott. Du kannst auf Orange Hypothek machen, ja. Damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Pass mal auf hier. Ich bin nämlich richtig competitive. Heftig? Sie haben getan, was getan werden musste. Max, hast du schon gewürfelt? Nein. Nein, hat er noch nicht. Warum genau machst du das dann gerade? Er ist, by the way, verruht. Das ist super hohl. Aber er müsste eine 11 würfeln, oder? Junge, imagine. Easy. Aber das ist eine gute Ausgangsposition für Rot. Oh shit, Alter. Oh ja, nehme ich mit. Gib mal her den. Ja, $14, ein Mittagessen, komm. Ja, damit. Danke. Das ist ein Gang bei Kevin. Ja, okay. War eine gute. Ein Glas Wein, danke. War nicht schlecht, war nicht schlecht. Wenigstens bekomme ich gleich 200, weil ich übers Ziel gehe. So, oh, Kevin, du bist ja kurz vor Blau. Nein. Was ist daran schlimm? Oh mein Gott, ich hab das. Ey, wirklich, also Toni macht mich so sauer. Was? Ich? Nee, ja. Ah, cool. Danke. Jetzt am liebsten eine 3, um einfach mal schön zu verwalten also im Knast. Kevin, ich find's eigentlich richtig cool gerade, dass ich dann rausgeflogen bin und jetzt zuschaue. Ja. Also, das war eigentlich mein Stream-Szenario. Perfekt zwischen Kevin und Basti ist so ein Scammer. Oh. Junge, oh mein Gott, Alter, das ist so ein. Hopp. So 1-4 für 3 Häuser ist by the way die effizienteste Bebauung. Junge Basti. Vielleicht wird's ja bei Kevin auch eine 3. Ruhe! Das ist lame. Ah, da gibt's auch noch ein paar Steuern. Ah, nevermind. Hat 10. Junge, ich muss 15, kann er. Eine 4. Und so jemand mehr. So, Kevin, jetzt bankrott, let's go. Okay, come on, gib mir was Großes. Bitte? Bitte? Ja! Let's go! Boom. Hier, guck mal, Basti.
Dein ganzes Geld, was du gewastet hast. Ja, ist voll gewastet. Wir, ob das Glück ihnen hold ist. Nice, danke. Was? Ich hab nicht so viel. Was ist das denn? Muss ich jetzt Hypothek aufnehmen, Junge. Fabo, gönn doch mal, ich hab Geburtstag, WTF. Da ist schon ganz schön viel gegen Hypothek. Fabo. Pass auf, Vorschlag. Was willst du? Gib mir, ich geb dir $100. Ich geb dir 200. Wenn du mir all deine Straßen gibst und bankrott gehst. Ich geb dir 200, ich geb dir immer mehr als er. Weg, ich mach jetzt das Wasser. Gib mir all deine Straßen und dann kriegst du $100. Ich zahl dir deinen 10er da zum Geburtstag. Hey, das ist voll nett. Stell dir mal vor, du musst wirklich für ein Geburtstagsgeschenk einfach so einen Kredit aufnehmen. Einfach so eine Immobilie verkaufen einfach. Der Fabo ist safe tot. Jetzt kann nur noch Kevin gewinnen, indem ich auf ihm bankrott gehe oder er auf mir. Okay, warte mal. Basti hätte sonst so oder so gewonnen. Quatsch. Max. Nee. Bringt nichts, wir können uns gegenseitig nichts geben, was uns da. Hab's mir anders überlegt. Guck mal, pass auf, was ich jetzt würfel. Ey. Ach du Scheiße. Damn. Oh. Bin ich tot, oder? Nee. Das ist... Einfach Chatsperre bekommen, nicht mehr gechattet. Ist nur für 10 Minuten, scheiße. Sorry, Bro. Rot ist besser wie grün, weil Rothäuser billiger sind, aber im Verhältnis mehr bekommst. Sie sind am Zug. Als. Danke für die 3. Aber ja, ich denke, dass grün trotzdem fein ist, Bro. Mega danke für die 3, Bro. Grün ist nach Gier ins Gefängnis und rot ist günstiger. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Danke für die 5, Buddy. Ah, du meinst, dass da nicht so viele Leute hinkommen. Ja, true, I guess. Egal, scheiß drauf. Wir gewinnen es noch, Chat. Es ist noch nicht verloren. No joke. Es sieht nicht gut aus, Chat, aber wir lacken jetzt einfach rein. Das ist die Strat. Max, eigentlich müssen wir uns verbünden. Naja. Nee, wir müssen nur auf den anderen sterben. Schau. Was ist Tramax, wenn du mir einfach alles, was du hast, gibst und du nennst das YouTube-Video, ich habe mich geopfert, damit er gewinnen kann? Guckt sich keiner an. Safe. Ja, so Aufopferungsvideos, safe. Doch, safe. Und dann machst du so ein Thumbnail, wo du so, weiß ich nicht, never einen Arm hast oder so. Okay. Ich fand's war ein guter Vorschlag in meiner Opinion. Ihr könnt auch noch mit mir traden, ne? Wir können ja auch noch zusammen ein bisschen was machen. Wir können Basti, teilen. Ruhe. Ich meine, ist immer gut, einen mächtigen Freund zu haben. Hier, Fabo, gönn dir. Danke, Mann. Kevin, ich geb dir meine beiden Bahnhöfe, wenn du mir die hellblau gibst. Oh. Puh, Angriff. Könnte ich machen. Scheiße. Warte, ich überleg. Wie teuer ist es, die Hypothek von denen wegzunehmen? Die Hälfte des Kaufpreises. Das ist dann wie viel? 100 pro? Kostet die 200 immer? Also 100 dann für jeden Bahnhof. Dann 200 insgesamt. Weißt du was, Fabo? Ich mach's. Bin ich schon tot, also scheiß drauf. Was möchten Sie handeln? Das wäre sogar ein fairer Trade für sogar nur einen Bahnhof, Fabo. Das Problem ist, wenn alle Straßen gerecht aufgeteilt sind, dann geht manchmal so eine Monopoly-Runde 6-7 Stunden, weil keiner mit keinem Trade und alle verharren. Okay, dann gib mir noch einen Huni drauf. Nein. Ja, die wird hier nicht okay. So lange gehen, weil. Hammer Trade, Junge. Okay, ja. Dann wenn ich da trotzdem gewinne, dann ist Legende. Das auf jeden Fall, ja. Aber dass Basti hier alle wegscammt, an okay, einem Brettspielarm, damit hat auch keiner gerechnet. Ey, das hat hier nichts mit Scam zu tun. Wenn die Würfel so fallen, dann ist das halt ein Teil von woanders, aber nicht von mir. Hab mich gefreut, Kevin. Ja, kein Problem, Dicker. Guter Trade. Ich liebe sie. Hast du eine Hypothek auf Hellblau aufgenommen? Also hast du jetzt voll Hellblau, Fabo? Nee, es ist noch eine Hellblau komplett frei. Ah, okay. Noch keiner hat. Ah, okay. Das ist halt... Ja. Fabo, du nährst dich da in einer sehr interessanten Region. Oh, langsam ja. Oder sicher. Hey, Fabo! Als ob die noch nicht verkauft wurde, WTF. Hä, hey, was? Schlag zu. Ich kann die kaufen? Ja, die ist noch nicht vergeben. Mach Auktion. Kauf die. Wahrscheinlich mache ich Auktion. Auktion ist mega smart. Nein, hinter go. Junge, ich bin reich, aber. Junge, wenn Fabo gewinnt, dann nenne ich euch allen 100 Euro. Emmy aber auch. Auf geht's, Fabo! Oh mein Gott, ist das lucky. Das ist hardcore lucky. Der kommt nochmal. Das ist lucky, Digga. Der kommt richtig zurück gerade. Oh, was ist das? Freipark? Oh, hey, stabil. Oha! 50! Profi! Und rein in die Slots, Digga. Oh, let's go! Let's go! Okay. Let's go, Baby! Boom! Es wird das Comeback.
Ah, nee, das ist der Bahnhof nur? Ja, trotzdem nice, nehme ich. Ach so, ich dachte, du freust dich so über den Bahnhof. Nee, ich dachte, das ist auf meine. Okay, sorry, nee. Basti, tut mir leid, wir normalen Spieler sehen nicht direkt, wo es drauf geht. Wenn man alle vier Bahnhöfe noch mehr auf zwei aufgehen. Wie geht das? Ist trotzdem gut. Was? Du musst jetzt ein Haus abreißen. Ein Haus abreißen? Ja, das ist das Einzige, was du jetzt gerade zu Geld machen kannst. Wo ist denn Geld? Jetzt hier? Ja. Du musst sogar zwei Häuser abreißen. Echt jetzt? Max, guck mal, du kannst auch das lassen und ich gebe dir ein bisschen Geld für zwei Orangen. Okay, wenn alle bankrott gehen, dann kriege ich von Kevin ja, 100. Ja, viel Geld für zwei Orangen. 500, bist du dabei? Nö, tatsächlich nicht. Wieso nicht? Nee, ich würde dir einfach so 100 geben oder so. Aber jetzt hast du ja genug. Jetzt hast du ja genug, um zu bezahlen. Ja, das würde ich lieber nicht machen. Danke. Beenden. Sie sind dran. Tja, wir holen das jetzt einfach. Wir versuchen einfach nicht mehr auf Bastis zu kommen. Wir kriegen das hin. Es ist noch nicht verloren, Jungs, okay? Auf jeden Fall Dritter. Eure Channel Points sind gut aufgehoben. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Da sind Hypotheken drauf, I know, aber trotzdem ist es nicht dumm, oder? So erbauen wir unser Vermächtnis. Ja, 500 ist obvious zu viel. Okay, warte mal, was darf ich jetzt nicht haben? Noch ist nicht so kritisch, oder, Basti hier? Nee, eine 12 wäre nur. Okay. Oh, nee. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Komm, setz dich. Was ist das, ins Gefängnis gehen? Ich muss abziehen lassen von Fnatic Basti, der ist übrigens Monopoly E-Sportler. Ja. Ich habe Gamer-Griff aufgetragen vorher. So. Ey, freien Park mit 0. Ey, Pocce. Das ist ganz schlecht. Basti hat alles gewonnen. Er hat alle Straßen und alle Häuser und er ist komplett gesportet, weil er weiß, was Meta ist und weiß, welche Straße die beste sind, wie viele Häuser und weiß alles auswendig. Wie doof. Wie das denn? Der weiß das ganze Brett aus. Ich weiß nicht, wer den hier eingeladen hat. Keine Ahnung. Oha, voll gemein. Beim letzten Mal Antonia dabei. War einfach nach. Ich hab Basti eingeladen. Das geht im Monopoly gar sorry, nicht. Sorry, Trimax. Weil Basti alle so an die Wand gewürfelt hat. Nee, das sieht nur so aus. Ich könnte jetzt schon tot sein, wenn ich... Nein, ich bin so dumm! Ich bin so dumm, ich bin ultra dumm! Ist gut. Was denn? Ich hab vergessen, Häuser zu bauen. Ich hab's überlebt schon mal. Scheiße, ich bin so dumm. Halt. Warum bin ich denn immer so dumm? Muss ich hier noch Spielbrettübersicht? Ach, scheiße. Muss ich mir hier noch Häuser kaufen? Basti, ist jemand kurz vor meinen? Ja, ne? Der Hund. Ja, bei Favo gibt's eh nichts zu holen. Junge, ich bin jetzt cool. Ich muss okay. Über deine Grünen und über Bastis Blauen, um nicht hops zu gehen. Ist nicht so schlimm, Favo, du hast eh nichts. Scheiß drauf. Favo, immerhin bist du nicht bankrupt gegangen, also. Kannst nichts hören. Ich kann dir nur sagen, was gesagt wird. Alles gut. Mir ist auch gut. Nein, komm ran. So, jetzt aber. Hier. Okay. Was darf ich nicht haben? Warte. Drei oder vier? Ja, ne? Drei. 3, 4, die dahinter gehören. Nee, ist egal. Trimax. Trimax. Das ist so teuer. Der hat da. Er hat gerade Häuser gebaut da. Achso, dann doch. Kann ich danach noch Häuser bauen? Ja, ne? Häuser kann ich machen. Ja, kannst du. Okay. Alter, let's go. 6. Puh. Sick. Das ist Trimax aber. Ja. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Revi kam heute einfach vorbei und hat. Oh, das schmeckt. Ah, ist nur das eine Haus. Das ist ein nehme ich. Oh, gut, nehme ich weg damit. So, jetzt bauen wir Häuser, Freunde. Entschuldigung, da muss ich jetzt gleich drüber kommen. Das könnte noch richtig eklig werden, ja. Fabo, bist du eher so jemand, der hochwürfelt oder niedrig eher? Warte ich nicht. Ja, okay. Ist auch smart vermutlich. Scheiße. Neun Tage. Nehmen wir den. Ich weiß nicht, ob es smart ist, jetzt noch ein Haus zu bauen. Ich vermutlich nicht, oder? Vermutlich soll ich ein bisschen Cash behalten. Er nennt es Gaming-WG. Er ist nur zu Hause rausgeflogen und Pat jetzt bei mir auf der Couch. Ja, aber es liegt ja daran, dass ich halt irgendwie nicht. Ey, irgendein Mod von Trimax muss ich mal einen Mute-Button einrichten, das wäre ja, sick. Halt gerne, ja. Nein, mach ich nicht, Kevin. Okay. Was hat Kevin gesagt? Kevin sagt, ich soll mich muten. Kevin, du dummes Stück Scheiße, was soll das denn jetzt? Oh nee, Revi, bitte geh weg vom Mike. Er sagt, oh nein, geh bitte weg vom Mike, aber nein. Einfach Übersetzer. Ja, ist so. Dolmetscher einfach, Juri. Der letzte Part war gelogen. So, wenn ich jetzt bei dir draufkomme, Kevin, bin ich tot. Sehr wahrscheinlich. Hast du aber Glück. Ah, okay. Ist perfekt. Also von allen Zügen ist das Beste, was erstmal noch passieren hätte können. Abgesehen von ja, der schon, von der ist eigentlich, der ist schon so, der ist mehr tot als lebendig. Junge, chillig. Sie sollten bauen, was soll ich denn bauen mit 74 Geld? Geld. Das ist ein Poke-Dollar, yo. Nee, tot, oder? Ja, das war's. Ist es meiner?
Ja, ja. Let's go! Schade. Hättest auch bei mir sterben können, Fabo. Let's go, geh bankrott direkt. Wobei, du könntest noch kratzen. Nein. Ich könnte auch noch Hypotheken auf den Hellblau machen. Das könnte noch. Ja, nein, 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 hör nicht auf ihn, Bro, das ist verschwendet. Mach einfach, ansonsten. Oh mein Gott, Fabo! Fabo, bitte! Fabo, das ist fucking Bullshit! Fabo, hör nicht auf ihn, das ist fucking Bullshit! Wenn ins Armen sterben, dann kriegt er links auf seine Straßen. Das ist fucking Bullshit, hör nicht auf Basti. Stirb lieber jetzt. Du unterstützt nur Basti damit. Nein, oh, du musst doch wissen, wann genug ist. Du hast genug. Ich kann doch auch gar nicht. Es geht doch gar nicht. Nein, nein, du musst bankrott gehen. Du musst bankrott gehen. Du musst auf deinen einfach, du musst auf deinen Hellblau. Nein, ey, das ist einfach nur mir das Leben schwer machen, Fabo. Doch viel zu wenig. Genau. Mach trotzdem einfach. Fabo, du bist so intelligent. Weißt du, was du siehst? Du siehst so gut aus, Fabo. Seitdem du jeden Tag Sport machst, ist so sick. Mann, du merkst auch, wie er gerade panikt. Du musst es einfach machen. Nein, du machst nur, du spielst nur Basti damit in die Karten. Ja, du fuckst damit Kevin ab, aber mach halt. Aber Basti ist ein Scammer. Willst du einen Scammer unterstützen, Fabo? Das ist richtig Quatsch, Fabo. Willst du? Ja. Danke, Fabo. Fabo, du bist der allergeilste Junge. Ich werde meinen Sub verlängern. Und ihr solltet das jetzt auch tun. Löst euren Twitch Prime bei Fabo ein. Ja, du bist nicht mal Sub bei mir, WTF. Oh, sorry. Kevin, das kostet, by the way, auch Geld, jetzt die Hypothek zu behalten. Ja, aber die behalte ich trotzdem. Ja, ich werde die wieder auflösen. Kriegt Kevin jetzt die Straßen von Fabo? Mach ich später. Ich brauche jetzt mal das Geld. Kevin hat alle Straßen von Fabo und Bastian alle Straßen von Antonia. Und jetzt muss ich es auch noch schaffen, in Kevins Arm zu sterben. Ich höre nichts. Ist Antonia noch im Channel? Nee, ne? Die ist noch. Antonia ist noch da. Hallo, bin noch da, bin da. Hallo, ich bin noch da. Ich glaube, ich kann ja auch nicht wirklich. Ich kann, glaube ich, nicht raus, weil ich glaube, sonst beende ich auch das Game, oder? Ja, ja. Yep, das optimal. Kann jetzt geil sein. Man ist gefesselt. Ja, so. Ruhig zu. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Die Präsi-Suite, ja! Präsidenten-Suite. Ich mach da neue Bettwäsche drauf. Warte, Soll ich dein Kopfkissen aufschütteln? Auf 1.400! Was? Zack, zack. Bucher, Basti, Junge. Das ist vorbei. Holy fuck. Gib alles an mich. Kevin. Also, wenn du das machst, dann ist halt einfach. Das ist dann... Nee, das ist Scam. Der Scammer wird gescammt. Ich tausche mit der Katze. Katze, komm her. Nein. Ey, Max, was heißt, du musst, glaube ich, vorher... Musst du alle deine Häuser verkaufen, oder? Ja. Weil sonst kriegst du nicht genug Geld zusammen. Gehst du bankrott schnell? Du musst machen. Komm schnell, gib mir ein Angebot. Du hast noch 10 Sekunden Zeit, ansonsten ist automatisch alles an mich. Digga, ne? Max! Max, verkauf deine Häuser, Junge! Spielbrettübersicht. 5, du musst bankrott, du musst Ende drücken. 3, 2, lass dir nicht, verarsch dich. Scheiße auf Basti, hör nicht auf Basti. Noch mal 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6. Verkauf alle, los! Ah, weg, verkaufen! Weg. Raus! 400! Das schaffst du mal. Du kannst auch in der Mitte treffen. Alles weg. Hab ich noch mehr Straßen? Du musst dir auch noch Hypotheken. Hypotheken, wo geht das? Steuerung drücken. Steuerung? Drei weiter von der Leertaste. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Steuerung. Oh nein, das wird nicht genug sein. Nee, wird's nicht, aber ich kann dir noch was machen. Oder? Oh nein, das wird nicht genug sein. Oh nein. Hab ich noch mehr? Hier noch? Oh nein, oh nein. Aber welche Straße habe ich noch? Hallo? Oh nein, Basti wird alles bekommen. Oh nein. Was krieg ich? Das kann ich noch? Basti hat gewonnen. Handel. Das Geld, was ich habe, reicht nicht. Nein, das bringt nichts. Wir brauchen nicht trainen. Okay, Max. Du könntest jetzt den Scammer. Ich will den Scammer scammen, bitte. Illegales Metagaming machen. Okay, du gehst eh drauf. Gib mir alles, was du hast. Ja? Gib mir alles, was du hast, und du hast so oder so verloren. Also das ist jetzt hier der größte Skandal, den ich auf Twitch in 2021 glaube miterleben werde. Du musst mir alles geben. Basti hat Toni gescammt und wir scammen Basti zurück jetzt. Ist der größte Quatsch, den ich hier sehe. Das ist wirklich Quatsch. Wieso? 21. Also was ist denn das hier? Neuer Livestream. Das ist 21. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, noch Basti zu schlagen. Ihr wisst, dass Karma existiert. Das Jahr hat gerade erst begonnen, ne? Ich hole das für dich, Trimax. Du kriegst schon so viel Karma um die Ohren, das glaubst du gar nicht. Ich kann nichts dafür, was Toni will. Basti, du brauchst gar nicht von Karma reden. Du hast Toni Bank. Guck mal, Toni muss jetzt verhungern wegen dir, Basti. Wie kannst du das mit dir vereinbaren? Magst dein Geld noch, oder? Du musst irgendwas gegen traden. Warte, ich mach dem Baba Angebot. Blau einfach. Mach einen Dollar. Ein Dollar, das geht? Ja. Gib mir doch dein Geld! Gib mir dein Geld noch! Halt gedrückt einfach. Mit dem Pfeiltasten. Let's go. Alter, guck mal, wie es das Geld regnet für dich. Ja, Mann, her damit. Was für ein geiler Move, Digga. Holy shit. Smart, wir sind so smart, Max. Wir müssen jetzt die Hypotheken, glaube ich, wieder runternehmen, ne? Ja, das ist ein bisschen dumm, aber egal. Alter!
Ja. Ich geb dir alles was ich habe. Und du musst damit den Scammer verlassen. Nee, enter, okay? Enter musst du, enter, enter. Also, wie man so schlafen kann, das weiß ich auch nicht. Okay, du musst bei mir auf der Seite noch den 1 Dollar hinzufügen. Genau, jetzt kannst du das machen. Also ein Schein. Mach das billig. So. Nimm an. Hammer Deal. Das ist ein guter Deal, Max. Was passiert gerade? Das ist die dümmste Monopoly-Runde der Welt. Nee. Good job. Okay, warte mal. Jetzt muss ich die auflösen, oder? Warte mal. Braun kann ich lassen. Die brauchen wir nicht. Gelb. Alter, das sieht ultra satisfying aus. Mach weiter, mach weiter. Hol ich mir. Nee, Basti ist wahrscheinlich immer noch stärker. Meinst du? Ja, die macht das Scams auf seiner Seite, verstehst du? Und wenn du denkst, Papa Platte kann doch noch gewinnen, dann kommt irgendein Hintertürchen Scam, wieder so ein kleiner Absatz. Irgendwo. Ist so. So, Trump, ich jetzt mach Bankrott. Hier, ich geb dir mal. Bankrott. Hier, rede mit dem. Frag, was er gemacht hat. Ey, Basti, wie kann man bei Monopoly scammen? Du hast es gerade gesehen. Ja, was Trimax gemacht hat. Ja. Das war ein smart Move. Das ist einfach smart. Das ist Kartellrecht vollkommen in Ordnung. Ich bin Immobilienkaufmann, ich kann da nur mein Go geben. Aber ich würde gerne wissen, wie du das machst, damit ich das IRL machen kann. Ja, es ist, ich sag mal ganz ehrlich, der Monopoly-Gott wird auf meiner Seite sein. Man, es ist ja noch nicht entschieden hier. Kann ja noch eine Menge passieren, aber es wird sehr schwer. Ja. Ey, ich wünsche da, obwohl ich das niemals sagen würde, wirklich Kevin alles Gute einfach. Danke, Bro. Sleep. Ich werde bankrott gegangen und er kriegt einen einzigen... Aber sie haben Dollar. Gut gekämpft. Pogchamp. Na, schmeckt der Basti? Mein Bosch hat es auch noch bekommen. Ich so einen Bitch-Move, den wir gemacht haben, aber ich lieb's. Ich lieb's auch, das finde ich nochmal geil. Oh, geil, Basti! Danke. Digga, was passiert hier? Alter, Papa Platte, bitte. Okay, ich hole das jetzt, Freunde. Aber hol mehr Grundstücke eigentlich. Let's go. Hol es, Kevin, hol es einfach. Ich könnte auch noch Häuser bauen, das sollte ich jetzt machen, ne? Oh, Julian, kommt fragt. Was macht Ray? Junge, das ist der beste Titel. Ich kann das Video nennen. Der Scammer wird gescammt. Deshalb. Wahrscheinlich. Alles prima. Sie sind zu Hause. Okay. Vielleicht sollten sie bauen. Okay. Ich sollte weiter bauen. Junge, viel er hat. Er hat echt viel. Und er hat auch Geld. Jetzt geht jetzt bestimmt nur um die Würfel. Okay, warte mal. Ich glaube, mehr als 3 Häuser bauen lohnt sich eigentlich fast nicht, ne? Ich sollte jetzt ein bisschen was auf wahrscheinlich orange bauen oder gelb. Wahrscheinlich ist gelb besser. Mach orange. Nee, orange ist am besten. Nee, ich glaube, gelb ist am besten. Basti meinte mal, dass rot und gelb die besten sind. Straße. Nein, ich glaube, Real Talk. Ja, du musst nur gucken, wo er ist, oder? Am öftesten und gelb Basti zu Häuserpreis ist nice. Mhm. Ich glaube, Basti hat dich angelogen, um ehrlich zu sein, aber... Orange sind die stärksten. Orange ist das stärkste Feld in Monopoly. Mit Abstand. Weil du einfach vom Knast aus einfach die höchste Wahrscheinlichkeit hast, mit einer 6, 8 und 9 drauf zu kommen. Das musst du holen. Der koppt halt eine Menge Häuser jetzt. Wenn Basti da landet, das könnte ihn drainen mit der Zeit. Aber guck mal hier, Basti an bei Rot. Sobald er auf Rot kommt, ist vorbei. Ich hab zu viel gekauft, glaube ich. Sobald man auf Rot wenn ich jetzt auf Grün komme, dann ist eh schon. Also dann ist auch vorbei. Das verstehe ich. Weil alles in Häuser ballern. Oh nein, was ist das? Oh nein. Das ist nämlich der Monopoly-Gott. Oh nein. Das ist der Monopoly-Gott, der Karma gibt. Oh mein Gott, fuck. Ja, mein Bester. Oh mein das ist nämlich der Monopoly-Gott. Guck mal, ja, siehst du das hier? Siehst du die beiden hier? Ach du Scheiße. Das ist eine 7 oder eine 5, mein Bester. Da komm ich wahrscheinlichste. Ah. Keine 7, keine 5. Keine 7, keine 5, Kevin, komm schon. Keine 7, keine 5. Ah! Was sind Steuern, sind Steuern? Er hat es geschafft. Der ist durch. Komm mal, keine 7, keine 5. Komm mal, hätte ich jetzt eine 7 oder eine 5 Würfel? Keine 7, keine 5, komm schon. Come on, gönn. Keine 7, keine 5. Wir es glauben gibt alle den Monopoly-Gott. Es ist der Monopoly-Gott. Ihr wisst das selber, alle. Nein! Let's go! Das passiert halt mit Leuten wie Fuck! Ihr seid das Letzte! Scheiße. Der Monopoly-Gott! Er existiert Fuck! Nicht! Fuck! So viel Spaß in wow. Ist das peinlich! Oh mein Gott, wie ist das peinlich! Okay. Wir haben ein 4 gegen 1 ist das verloren. Peinlich! Warte, shut up! Mal vor, ihr verliert 4 zu 1 gegen 1. Ruhe, warte mal. Wir hätten auch ein 10 gegen 1. Was für 4 zu 1 Toni hat mit dir gespielt, hä? Gänsehaut! Ganz viel Gänsehaut gerade. Hä, Toni hat doch mit dir gespielt, Basti, bitte? Was laberst du? 350. Farbe Salz in die Wunde. 300, 600. Das ist ganz 900, viel Gänsehaut. 3050. Okay, ja. Ich muss tryen. Scheiß drauf. Kannst du nicht tryen, da gibt's nichts mehr zu tryen. Ich glaub schon. Was willst du denn da noch machen, Alter? Das kriegst du nicht mehr gedreht. Er kann aber jetzt so viele Häuser bauen, du hast gar keine mehr. Sie haben getan, was getan werden musste. Ja, ich try's wenigstens. Oh, man. Was ist das Game die ganze Zeit, Tarn? Sie sich etwas Zeit.
Du hast getan, was getan werden musste. Du hast auf alles eine Hypothek. Am Arsch einfach ja, ja. Sagen, so, ja, das ist voll okay. So, getan, das getan, getan werden musste. Ja, Bahnhöfe bringen noch eine gute Hypo. Mhm. Oh ja, das die Bahnhöfe ist gut, oder? Er nimmt dann für seine Straßen keine Miete und sowas. Er sagt, ihr könnt hier for free. Dann bildet sich ganz viel Kuchen in den Häusern. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Monopoly echt so spannend werden kann. Wie viel war's? 1400? 1004. Kannst du auch noch ein bisschen Trinkgeld geben? Okay, die blauen habe ich noch. Gutes Frühstück. Warte, wo sind die blauen? Hier hin. Okay. Okay, ich musste kein Haus verkaufen von meiner Mailstraße. Let's go, boys. We back. Du kannst es noch schaffen. Ja, bist back. Ich bin back zu den Rücken. Let's go. Hat er nichts verkauft, sagt er. Okay, let's go, boys. Das ist ein insanesten Cashback. Weißt du, was ich meine? Das ist fucking insane, Jungs. Wenn Basti jetzt unlucky ist, zweimal irgendwo landet, maybe. Eine kleine Wahrscheinlichkeit. Aber er hat halt auch Fnatic und TSM im Rücken. Ja, beide. True. Okay, ja. Ey, Kevin! Alter! Mach mal eine Auktion, du hast ja nur 20. Oh mein Gott, wie kann man so ein Hund sein? Oh mein Gott. Wie kann man so, weißt du, so, ey, wie kann man so ein Hund sein? Das ist insane. Der hat sich jede Straße für 10 Dollar gekauft. Wie geht denn das? Ja, weiß ich, das weiß keiner. Er ist so frech. Der kauft ja, jetzt das komplette. Guck mal, ich hab, wir wissen ja, wie das geht. 30 gewonnen damit. Auf geht's. Oh mein Gott, Digga, Basti, du bist so ein Tryhard. Und er kriegt jetzt alle Straßen. Oh mein Gott, Basti, du bist ja, so ein unfairer Spieler. Ich bin unfairer Spieler, Kevin. Basti, selbst wenn du gewinnst, du spielst wie eine Bitch. Ich sag dir so, wie es ist. Ja, meine Rede, Kevin. Ja, true. Ja, ey, Jungs, ihr bringt's auf den Punkt, wirklich. Also, weißt du, du spielst einfach nicht fair. Wie ehrenlos ich spiele. Das ist halt, also... Okay, komm, du hast ehrenlos gespielt mit Tony, sei ehrlich. Was? Jetzt mal for real, ich wusste nicht, dass ich habe mich auch was kann ich dafür, wenn sie sich verklickt? Du hast Tony einfach gescammt. Vielleicht hättest Basti auch ein bisschen gesehen und dann einfach ein bisschen gepostchamped. 100%ig. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich wusste doch nicht, was du drücken willst. Okay, danke. Nur weil er keine Facecam hat und kann er sieht, wenn er hinschaut. Ich muss unbedingt in den Knast, ich will in den Knast. Ich schicke mir jetzt irgendwelche IDs von Hackern. Geil. Von Basti, glaube ich. Ey, Basti, hack jetzt deine Activision-ID. Hätten so viel Spaß im Stream gehabt. Danke, Bro. Kuss geht raus, danke, Buddy. Ich wollte dir nur sagen, dass ich kein Date mit dir will. Okay. Danke für die 3, Bro. Einfach mein Uplay-Account sein. Ich habe letztens bei Roomtower die 200k verloren und hier 10k verloren. Es ist doch nicht vorbei. Wer ab diesem Zeitpunkt noch jemals bei Kevin mit seinen Punkten belieft, dem kann ich nicht mehr helfen. Naja, komm. Gib mal irgendwas Kleines. 7 oder so. 15. Okay. Oh, jetzt kann ich nicht mehr in den Knast kommen, oder? Oder ist da noch nicht Knast? Der Knast ist auf der anderen Seite des Spiels. Alter, okay. Das ist ja, da natürlich so. Okay. Ich hab mir gedacht, der hat sich damit in den Knast gewürfelt, der ist auf der ganz anderen Seite. Oh Mann, so lost. Come on. So, Monopoly-Gott, jetzt eine 7 für vielleicht frei parken, wäre auch verdient vielleicht. Come on. Da ist er nämlich. Monopoly-Gott! Oh mein fucking Gott. Weil er nämlich existiert, Freunde. Man muss mit Herz spielen, wisst ihr? Der Monopoly-Gott belohnt dich dafür, wenn du ein fairer Nein, Spieler bist. Nein, Dicker ist so unverdient. Und er kriegt das nochmal. Hätte auch mal ein bisschen mehr sein können. Okay, was darf ich nicht bekommen? Eine 2, 3 oder 5? Nee, 2, was ist 3? Auch ein eigenes Feld. Nee, eigenes Feld. Achso, eigenes Feld, sorry, ne Moment. Also 2, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Okay, come on. Du weißt aber selber, dass Karma existiert, deswegen wird es hier eine ganz leckere Vierer. Zweierpasch. Kapitalismus ist nice, aber nicht mit solchen Scams. Ja! Weil Kevin hält sich gut, er würfelt das, was... Let's go! Steht Freundschaft. Change my mind, Omega Lul. Er kämpft noch, siehst du das? Okay, wir sind drin, wir haben Bastis Shit gepasst. Du weißt, dass Blau auch noch kommt, ne? Also ja, Blau. Der Chat von Basti ist für Kevin. Ja, auf jeden. Der landet auf der Straße von Kevin. Come on. Oder? Oh nein, das Wasserwerk, das wäre richtig viel gewesen. Okay, jetzt nichts Hohes. Obwohl, ja doch, so ein bisschen hoch halt, so eine 9 wäre sick. Eine 11 wäre nett. Nee. Ich muss wissen, Antonio hat sich am Anfang verklickt. Man kann immer Hypotheken aufnehmen. Schön. Und alles mögliche. Ist nice. Also 8 ist richtig nice. 8 ist sick. Seitdem guckt sie zu. 8 ist sick. 8 ist super sick. Das ist perfekte Voraussetzung. Okay. Über den Ausbau nachgedacht? Komm an, Basti. Das brauche ich jetzt. Also, was der für ein Glück hat. Ja! 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 Das ist gut. Nein, das ist der. Ist es nur der Bahnhof? Nee, es ist. Ja! Ja, Mann! Her damit! Let's go, Kevin, baby! Das ist ein Spiel von dir. Die Leute jubeln. Let's go. Okay.
Ich darf jetzt keine 3 oder 5 haben. Jetzt bauen, jetzt bauen. Monopoly Gott. Come on. Mach das danach. Come on. Ja, ist besser danach. Er darf keine 3 oder 5 haben, auf gar keinen Fall. Ist es 6, oder? Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott. Der Junge rasiert. Gebt hier Pasch auch nochmal doppelt. Let's fucking go! Let's fucking go! Stark. Jetzt aber jetzt auch nicht doppelt. Okay, wir sind back, wir sind back. Die Offizielle sind nicht so. Beschissen. Guck, wie mein Chat jubelt. Alle schreiben Jubel. Junge, cooler Chat, Bro. Digga. Alle schreiben Jubel. Jubel, Doppelpunkt D. Ja, ist halt, du machst einen Gag, Toni, aber es wird wirklich so sein. Come on, jetzt irgendwas Krasses. Geh auf die Schlossstraße, wär's sick. Oh. Ja, okay, hier, Basti, gönn ich dir. 50. Digga, ich bin so angespannt gerade. Das kannst du schaffen, Kevin. Er braucht. Wieso hast du dich gebaut, Kevin? True, weil ich dumm bin. Weil er dumm ist, sagt er. Ich find's immer geil, wie du alles, was du sagst, nochmal sagst dann. Digga, das ist gut, ich find das tatsächlich gut. Okay, ach nee, nevermind, ich kann ja noch. Ah, ich bin schon wieder dran, nevermind. Ja, warte mal, ich fahr erst rum, ne? Das ist smarter. Spielen wir! Okay, gibt's hier schon irgendwas Gefährliches, Basti? Ist das schon deine Straße gleich? Nee, nee. Du liegst rum, oder? Nee, okay, ist auf jeden Fall meine. Ey, das ist wirklich so intens, total die naja, Scheiße. Die Teamer, was illegal ist, gegen den Scammer, was illegal ist. Das ist hier wirklich duell. Also ich würde mal. Ich glaube, ihr habt es falsch verstanden, weil ihr das Spiel nicht richtig versteht. Das war halt immer noch ein Scam. Bei Toni nicht weiß, wie die Steuerung geht. Es macht doch keinen Sinn, hier zu bauen. Es ist noch, nicht smart zu bauen. Basti ist noch nicht weit vorne. Ja, bei Orange kann man zu bauen, oder? Bleib wenn er Pasch hat. Seinem Standpunkt, der nicht gescammt hat. Oh, wenn er Pasch hat, ich hab's gesagt. Kevin, du musst jetzt mal langsam, ne? Bauen. Ja. Du hättest bei Orange bauen. Ja, ich hätte vielleicht bauen sollen. Okay, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Okay, ist nicht schlimm, nice. Ich hab alles richtig gemacht, ich hab alles richtig gemacht. Jetzt muss ich eine gute Zahl würfeln, Bro, und dann sind wir back. Ja, die sind auch die ganze Zeit ein auf. Okay. Okay, Basti, was ist 7, 9 und 10 da hinten schon deine? Ja, ja ne? 7, 9, 10. Okay, come on. Kannst du orange alles voll bauen? Wieso baust du? Nee, bei gelb. Orange wäre doch wirklich. Come on, come on. Let's go! Nein! Nein, nein. Aber es ist nicht so teuer wie die Schlossstraße. Oder? Oder das Hotel? Ist nicht so teuer. Oh, du hast 4 Häuser, nein! Oh, shit. Ja, wow. Aber oh, ja, 800 ist ja ein Schnapper, ja, hier. Ja. Das ist ja gar nichts, WTF, nimm. What the fuck, 800? Das ist ja gar nichts. Aber wenn du erst baust und dann wieder abreißt, dann wird es richtig teuer. Okay, ja, ich sollte mein Geld sparen. Zu bauen ist mega dumm. Nee, du musst jetzt risky bauen. Nein, nein. Seine einer. Scheiße, Mann. Das ist gut für Basti. Endlich daheim. Haben Sie schon nein, Basti hat Hotels. Knast jetzt kommen. Ihr wisst, warum es gut ist, jetzt in den Knast zu kommen, ne? Ja, ich will auch in den Knast. Warte mal, wo ist denn der. Ist der Knast da vorne oder an den nächsten Ecke erst? Ja, es wäre eine 7. Aber der Monopoly-Gott ist nicht auf deiner Seite. Come on, gib mir eine 7, bitte. So wurde ich da genannt. Dem weiß ich so. 3! Ah, 6. 6. Wop, wir brauchen einen Depp. Was für ein wecker Name. Das sind wir nächste Woche wieder, ne? Ja, geil. Ja. Okay, warte mal. Darf man das hier schon sagen? Okay. Basti ist da. Was ist das hier? Wie viel brauchst du da? 3, 4, 5, 6. Runde 10. 9, 10, 11, ja. Wo bin ich? Ich bin. Ja, du bist halt kurz vor Blau, ne? Ich muss eigentlich all in riskieren, ne? Eigentlich lohnt sich's, Das, naja, das lohnt sich. Ja, guck mal, ich gebe 200 aus, um 200 mehr zu bekommen. Ist halt gerade nicht so worth. Nee, ich mach's nicht. Spielen wir. Meine 9 in den Knast nämlich. Nein. Oh nein. Pablo Escobar, Junge, jetzt wird sich mal richtig gegönnt im Knast. Oh nein, das ist nicht gut. Der Knast wird mich verwaltet, mein Bester. Ich hab wieder gesagt, der Monopoly-Gott wollte mir die 9 geben. Das ist so Müll. Jetzt kann Kevin da vorbei, ohne dass er Miete bezahlen muss. Nein, muss Miete zahlen. So, dann musst du Miete zahlen im Knast. 8 oder 10. Hey, was für eine dumme Regel. Das ist die offizielle. Komm mal, gib mir eine 6. Oh, what the fuck. Ja, let's go. So wichtig. Wieso denn? Warum? Also. Naja, weil das halt super weit ist. Also. Ach so. Weißt du? Naja. Jetzt komme ich gleich gut an deinen vorbei. Ist das so? Mal gucken, wie das so sein wird, ne?
So, na, ich würfel mal lieber, ne? Na, ich baue einen Zweier, also einen Einserpasch oder einen Zweierpasch. Oh, schade. Oh, so, das tut mir voll leid für dich. Dicker, dass man aus dem Knast bauen kann, ist auch der größte. Das ist so dreist einfach. Das ist ja relativ hoch, weil er wieder resettet ist. Weißt du, weil er vom Knast aus startet. Basti ist im Knast. Yes. Ja, denn Bastis Familie ist immer schon die Quinte nach einer Stunde. Wenn du in den Knast kommst und vom Knast aus am wahrscheinlichsten auf Orange dran ist. Ja, das stimmt. Ey, Dicker, wenn ich eine 2 oder eine 4 bekomme, dann flippe ich meinen PC. Keine 2 oder 4. Come on. Boah, der Scammer Monopoly Gott. Oh, sieht gut aus. Let's fucking go. Boom! Sauber, Kevin. Halt durch. Junge, der gottverdammte Polarexpress. Alter. Nice. Wenn ihr jetzt halt in Nähe vom Knast baut, merkt ihr soll. Bau jetzt. Trevi, ich höre dich. Oh mein Gott, Digga. So einfach flüstern, damit ich. Oha, oha! Wie fandet ihr mein Breakdance? Oh nee. Oh, das ist gut, das ist gut, vielleicht komm ich in den Knast. Hä? Er hat zweimal, oder? Ja, aber wenn man. Würfel jetzt noch ein Pesh und dann bist du auch im Knast. Das wäre der heftigste Play aller Zeiten. Max, wir hören Revi. Alter, du musst dich alles wiederholen. Ich übersetze für euch. Come on, jetzt noch ein Pasch, Digga. Das wäre Godplay. Los. Eine 6 und eine 4 wäre mir lieber. Komm schon. Oder eine 12. Nee, wobei 12 wäre Pasch. Du kannst jetzt echt geben, wenn mir das jetzt ein Pasch wird. Komm schon. Nein. Nein, es ist dein Haus. Nein. Nein. Der Monopoly-Gott, Jungs, der bestraft euch. Nein. 850, ne? Oh, 75. Oh, nein. Der scammt sogar aus dem Knast raus. Der hat über seine Finger drin. Der verwaltet hier. Ja. Basti Castro. Okay, Digga. Warte mal, Basti, wo ist das Werk? Ist das links, ja, ne? Ah, ja. Dir gefällt's aber auf den Roten. Sind da die Hotels so gut oder die Häuser gut? Basti, du bist der Erste, der sich über sowas abfuckt und oh mein Gott. Was denn? Schön am Wasser gebaut? Boah, shut up. War das Frühstück lecker? Shut up. Kann man da nicht irgendwas konfigurieren? Wir haben schon ausgestellt, dass man keine. Basti, shut up. Come on, es ist immer noch possible, es ist immer noch machbar. So. Boah, 2600 ist so frech. Gut, du musst immer noch den Zug beenden. Ja. So, Jungs. Oh, mal gucken, ob wir einen Pasch würfeln. Come on, bitte einen Pasch, bitte einen Pasch. Och, oh, Mann, schon wieder kein Pasch. Ach, Digga, shut up. Ich hab so ein Pech. Digga. Basti, du nervst so hart. Jungs, ich hoffe, dass du downraced in Rocket League. Ich darf mir das so rausnehmen, gerade so ein Abfucker zu sein. Real wenn ich jetzt in 2 wenn ich jetzt 0 verdient, wenn ich jetzt in 2 oder 3 bin, Digga, ich würfel. Oh mein Gott. Boah. Junge, ich dachte für einen Moment, Alter. Ja, Geist haben gezittert. Digga, ich will gar nicht sehen, wie du läufst. Einfach weiter. 5, Alter, 5 Geld. Basti hat sogar 2 Gefängnisfreikarten, aber jetzt. Ja! Nee, ich hab ein Pasch. Jetzt muss er raus. Ich will mir die lieber noch aufheben, deswegen. Komm schon. So. Komm schon. Kevin, 3 oder bist du auch im Knast, oder? Bitte? Das ich brauche eine 3, ja. Monopoly-Game aller Zeiten. Eine 3 wäre der krankeste Gamechanger. 3 Teamer gegen 1 Scammer. Oh mein Gott. Er hat Glück. Ja! Oh mein Gott, bitch! Holy shit! Okay. Let's go! Sorry. Das ist zu bad. Ich nehm's ein bisschen ernst. Vor allem, Max ist wie so ein Untertitel. Kevin freut sich, Digga. Oh, sick. Knast ist sick. Das wird jetzt. Aber du bist der Paschkönig. Oh mein Gott. Ich will einfach keinen Pasch. Oh mein Gott. Kevin, ich biete dir mal was an, ja? Nee, ich will's gar nicht sehen. Ja, okay, mach. Wie lautet ihr Angebot? Jetzt macht's. Wieso toxisch, so toxisch. Falls du die vielleicht benutzen willst. Bro, shut the fuck up. Okay. Das wär. Oh mein Gott, Junge, so toxisch, was die Real Talk. Ey, wenn ich jetzt ein paar schlüpfe, ich schwöre es euch, dann bin ich so mad. Ja, der Monopoly-Gott, der existiert. Ja! Let's go! Ich hab mir gerade die Hand eingeklemmt, aber ist mir egal. Mein ganzer Chat ist voller Jubel, Feier und Freude. Das hört sich geisteskrank an. Oh, Kevin! Nein, du bist auch. Nein, wir sind jetzt Knast. Nein, no way! Ich hab das Spiel, der hat die Kopf auf meine Einflüsse im Kampf. Ey, Basti, imagine, jetzt schon das Game up. Digga! Ey, Kevin, guck mal, du siehst, wer hinter dir steht, ne? Oh mein Gott, ich hab Angst.
was du mir gerade ausrichtest, ne? Also. Ich hab Angst, ich hab Angst. Bitte stech mich nicht ab. Ja, bitte stech mich nicht ab im Klass, Basti. Das Ding ist, er hat halt auch. Das Kanonenrohr, Junge. Kopf auf seiner Seite. Basti, Alter. Das Game, ne? Bitte schieb mir dein Kanonenrohr nicht rein. Nice Roleplay, Alter. Wie soll man bei Monopoly gewinnen, wenn die Polizei so korrupt ist? Kevin, du musst auch das ist eine scheiß Polizei-Escort, damit da keine Miete zahlt. Du musst, by the way, für dann den, ne, wenn du keinen Pasch würfelst, musst du tatsächlich ein Haus abreißen, um dir das leisten zu können, aus dem Knast rauszukommen. Ich würfel jetzt einfach einen Pasch. Mal, wenn du das willst. Ja, für dich oder nicht. Oh nein. Ist es, warte mal. Du kannst mit keinem Pasch auf meine Felder kommen. Safe? Ja, bräuchte ich das 11 oder 13 halt. Ach, 7 ist Müll. Das ist hier schon hart. Hab ich jetzt noch eine Runde oder war das schon die dritte? Antonia ist seit 2,5 Stunden draußen. Nee, ich muss jetzt. Und ich seit 2. Ist Team Gator noch bis morgen? Und hat er 24 Stunden Spiel mehr. Boah, vor allem, du würfelst ja auch. Brich doch auch einfach aus. 7. Das ist gut. Come on. Was auch immer passiert. Und du machst was Geiles. Du hast gewonnen. Nein! Let's go! Das ist so wichtig, Jungs! Das ist gut. Ich hab oh mein Gott, ich hab alles von Basti geskippt! Kevin, ich hab dir übrigens die Karte angeboten, ne? Hättest du gar nicht zahlen müssen. Ist egal. Wieder kein Pass. Müll. Ja, ich bin auch extrem sauer. Ey, irgendwas Kleines, gib mir einfach eine 1 oder 2. Ja, einfach eine 1 mit 2 Würfeln. Shut up. Ja, eine 10, top, Digga. Komm, Basti, ich komm dich besuchen. Ich hier Monopoly drin. Naja. Soll ich dir eine Currywurst reinschieben? Lass die doch. Nein. Bist du die Elfenharmonie? Hä, klar. Da in der Mitte, das guck doch! Das ist die doch, oder? Überhaupt nicht. Hä, Chat, ist das die Elbphilharmonie? Doch, guck doch mal, wie das aussieht, da! Das sieht man doch, das ist die Elbphilharmonie. Ey, ich find's fresh, wenn ihr euch noch ein paar Minuten unterhaltet darüber. Ja, ich sag doch mal was dazu. Ist sie nicht. Sie sind da. Ja, guck, die sagen, das ist die. Das ist die Elbphilharmonie. Oh! Mann, Digga, wie kann man denn so lachen? Weil das Karma ist, weil die halt einfach halt richtig gemein war. Puffi. Weil er einfach richtig gemein war. Ja, mag ich auch. Jetzt nochmal ein paar Schnapp wieder zurück in den Knast. Ah, schade. Vom Vegan. Wie das Boot umfällt. Das ist ein Schiff, Junge. Echt mal, Fabo. Das ist die Digga. Klar. So, Kevin, das ist eine Elf. Wie wär's denn damit? Nee, Digga, das ist ein Fantasiegebäude. Digga, das ist doch wohl die Elf-Philharmonie. Das sieht man doch da, wo das Tempo. Mann, Digga, Rivi, halt mal dein Maul, bitte. Oh, eine gute Aussage. Du sollst dein Maul halten. Nein, verarscht war Kevin. Ja, der ist auch schon raus. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten sie bauen. Oh, jetzt entscheidet es. Ja! 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 Digga, einfach ein Hund. Der bellt. Vor allem ist das Tollste. Ich hatte auf einen hatte ich nur 2 Häuser. Ja, nicht schlecht. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Little comeback. Jetzt muss aber auch mal geil würfeln. Okay, warte, 6, 8, 9 darf ich nicht. Ja! Ist da irgendwas Schlimmes? Nein. Nope. Stabil gespielt. Sick. Okay, warte mal. Mann, Revi, soll man das wirklich. Mann, ey, Revi, halt mal bitte dein Maul. No joke. Kevin sagt, deine Tipps sind nice. Was empfiehlst du noch? Ja, was bei Orange bauen? Junge! Ey, das ist halt das Krasse, dass ihr in euer Team gerade noch jemanden dazu holt, der nicht mal in der Runde mitgespielt hat. Ich klammer. Oh mein Gott, ja, ich muss die kaufen, Safe Call. Großartig! Kevin sagt, das sind tolle Tipps. Auf welchen sollst du zuerst bauen? Oh mein Gott. Junge. Max, Alter. Das sind tolle, als würde ich das so sagen. Das sind tolle Tipps, auf welchen soll er zuerst bauen. Ey. Oh mein Gott. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft ist noch am Lauf vorbei, ne? Okay, jetzt 9. Nein! Oh mein. Nee, es ist noch nicht? Ist noch nicht? Nee, es ist nicht. Boah, jetzt lagst du aber gerade ein bisschen viel, muss ich sagen. Oh mein Gott, das ist Traum. Ja, geil, 50, Junge, die Dividende. Digga, da haben sich die Aktien gelohnt, Freunde. Die ganze Zeit
Heiterkeit frohjauchzet. Oh Junge, das hört sich so wack an. Das ist echt, das ist aber irgendwie auch geil. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Besorgt dir mal einen Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Okay. Danke für die Dono. Gerne. Ein Ding. Ich werde jetzt komplett 3 und Basti reißt den Joke. Danke für die Dono. Nee. Oh, nice. Let's fucking go. Digga, ich hätte nicht gedacht, dass das Game nochmal so intens wird, Alter. Nein, wenn man. Dachte, wenn man mit ja, also wenn man, aber also wenn ja. Basti, du hast Toni gescampt, du hast Toni gescampt. Mann, Junge, ihr seid, das ist das Dümmste, das ist immer noch der dümmste Grund, was ihr da callt. Ihr versteht's selber nicht mal. Doch, ich versteh's. Doch, ich versteh's. Er könnte jetzt jederzeit wieder so seinen Move machen, einfach auf Auktion drücken und alles hier einfach abkaufen für $1. Wir wüssten überhaupt nicht, was abgeht. Ja, es gibt nichts mehr zu auktionieren. Es gibt nichts mehr zum Kaufen, Max. Ja, das macht es ja trotzdem. Das ist das Ding. Er auktioniert deine Straßen einfach so random. so Team Rocket-mäßig einfach. Ja, genau. Dicker, Pasch ist gerade richtig kacke. Da habe ich nicht so Bock drauf. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie sind zu Hause. Das sagt er die ganze Zeit. Super nervig. Habt ihr das auch an? Ja. Noch ein Pasch! Oh, vielleicht krieg ich Knast. Noch ein Pasch und du bist Knast. Das wäre richtig Junge, komplett. Junge, Knast wäre krank. Aber es könnte jetzt auch meine Zerfickung sein. Also wenn er jetzt wirklich Knast kommt... Sie sollten bauen. Oh nein, komm schon, bitte, gern nochmal. Nein, 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 oh, nein, nein, Kevin, nein, 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 das ist das Perfekte. Was du jetzt nein, würfeln können. Das nein, ist ja super. Nein, das ist ja super. Nein. Mist, Digga, tot. Ey, die gefällt, also Opa, Museum, das gefällt dir ja alles. Oh nein, ja, Opas gefallen mir mega. Könnte man. Achso, Opa, achso, sorry, ich dachte, Digga, was? Okay, oh, was? Aber Opas gefallen mir auch. Ja. Ach ja, so ist das hier im Kulturviertel. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Digga, ich bin schon wieder dran. Mhm, es geht schnell. Gib mal irgendwas Kleines, richtig klein. Erstmal Haushalt abgerissen. Oh ne, das ist riesig. Junge, ich krieg... Oh mein Gott, Digga. Ja, du stehst trotzdem jetzt... Das ist nicht so verkehrt. Schauen wir, ob das Glück bevor ich zur Schlossallee und hab verloren. Okay, nehm ich. Urlaub. Urlaub ist gleich chillig. Urlaub in der Schlossallee. Come on, was ist es? 4 und... 6. 5! Ah, oh, ist auch Gott. Zahl, ist auch nicht so geil, aber ist okay. Ja, ich glaube, du musst schon ein bisschen weniger da zahlen. Normalerweise nicht gut. Ah, ist nur 100, ich dachte 200. Okay, nice. Okay, das geht fit, denke ich. Rhythm is a dancer. Ich hab ein bisschen Herzrasen, sagst du, wie es ist? Ja. Ja, das ist das schlechte Gewissen, was halt rüberkommt langsam, jetzt ne? Jetzt eine 1, stell dir mal vor. Auf einmal steht auf den anderen Würfeln 0. Oh, was ist das? Ist das Schulden oder ist das Ereignis? Bahnhof. Danke, Basti, 5 plus 2. Digga, wie er immer direkt weiß, Alter. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Ja, mir auch. Also, Kevin, so du musst jetzt mal durchziehen. Oh mein Gott, Digga. Ja, ich muss halt mal so 2-3 Mal hintereinander richtig reinlacken, ne? Oh, das ist halt sehr unwahrscheinlich. Oh mein Gott. Sehr gut, danke. Oh nein. Man kann nicht vorhersehen, was einem Warte. Passieren wird. Oh Gott. Ja! Was? Oh mein Gott. Let's go! 450 Millionen. Nice, nice. Strafezahlen pro Haus. Die Zukunft bringt. Sick. Es geht noch. Oh, ist gut. Gute Ausgangslage. Ich hätte mal wieder Bock auf ein bisschen Knast. Same. Kevin, jetzt mach den Sack zu. Endlich. Da. Max, ich versuch. Es ist nicht so Kevin, einfach. Du kannst auch jederzeit noch aufgeben, bevor es halt wirklich peinlich wird. Ey, komm. Ja, komm, nerv nicht rum. Ja, wie lame wäre das? Ihr Zug beginnt jetzt. 9, 11, 12. Ich muss jetzt mal aufhören, auf deine roten Straßen zu kommen. Das ist oh nein. Nein, das war's. Das war's. Kevin! Das war's. Stammgast ja, in den roten Mal Häusern. Das war's. Oh kommst nein. Kommst noch zum Mittagessen? Oh soll ich dir noch mal ein bisschen Junge, Dessert bringen? No fucking way. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist. Ja, eigentlich, ich muss jetzt eigentlich aufgeben. Es ist ja nichts mehr dann drin.
Warte mal, wie viel muss ich zahlen? 950? Kann sich mit ja. 925. Ja. Ach, wirklich. Gleicher, gleicher Insolvenzberater und gut ist. Wobei. 900, warte mal, doch, warte. 600, ja doch, ich kann's schon machen. Boah, also da bei den Grünstraßen würde ich nicht mehr übernachten. Ich glaube, wenn du da mal einmal pennst, da wird dir was geklaut. Also da ist ganz großer Geldmangel aktuell. Also. Rathausplatz, viele Diebe. Was machst du da noch, Kevin? Was machst du da noch? Hauptstraße, ganz, ganz wackelige ja, Fenster, nee, die werden aufgeknackt. Nee. Also du brauchst auch gar nicht, oder? Nee, ich muss es rausgehen. Da würde ich den E8 nicht mehr parken vor der Hauptstraße. Ja, soll ich bankrotten? Eigentlich ja, muss ich. Puh, oi. Freunde, vielleicht kann ich ja einen von euch wieder reaktivieren. So stark. Eigentlich muss ich refunden. Kevin, gehst du auf die Knie? Ja, musst du. Ich muss. Ja, Freunde, wenn der Monopoly-Gott auf meiner Seite ist und Karma am Ende gewinnt. Eigentlich darf ich nicht aufgeben, ich muss es wenigstens versuchen, oder? Vorbei. Was willst du machen? Das ist eine Durststrecke, Junge. Das ist eine Durststrecke. Du quälst dich selber. Das ist Wahnsinn, Kevin. Yo, was seid ihr? Trimax? Ja, wir waren 4 gegen 1, aber kannst du nichts machen. Gegen so einen mächtigen Scammer geht nichts. Die Polizei ist korrupt. Also, euer Scam war ungefähr, würde ich sagen, also... Das war das Krasseste, was ich jemals im Monopoly gesehen habe. Und das ist... Ich meine, ich kann es noch versuchen. Ich versuch's. Auf dem Brett anstatt irgendwie online, weil dann hat er die ganze Zeit irgendwelche Programme im Hintergrund laufen. Ich versuch's, scheiß drauf. Auf Fenster. Ich krieg nochmal drauf. Da kannst du halt nicht hacken auf dem Spielbrett, ne? Ja, wenn ich nochmal drauf komme, dann komme ich nochmal drauf. Aber ich will alles versucht haben. Naja, bist ein Kämpfer, wa? Ja. Wollen wir vielleicht traden, Kevin? Ja. Was willst du traden? Sie sollten bauen. Ja, weiß nicht. Was brauchst du denn? Brauchst du Geld? Ich brauch Geld, ja. Ah. Ich finde Antonio für in Herzen. Für 1500 Dollar kriegst du alles, was ich hab, außer die Grünen. 1500, alles außer die Grünen. Ja, beend erstmal deinen Zug. Ich glaube, ich überlege mir das nochmal. Viel Glück. Sie sind zu Hause. Wir hätten von Anfang an zu viel gegen ihn ziehen müssen. Oh mein fucking Gott, Alter. Oh ne, das war's, oder? Ne. Wieder dazwischen. Okay, ja, perfekt. 5 Geld, top. Das sieht böse aus. 5er, einen Zap hast du noch, den kannst du bei mir da lassen. Lass jetzt einen Twitch Prime Sub da, yo. Das Glück ist ihnen heut. Och, die braucht die 50. Ach, genug, Junge. Da war noch was im Lager, jetzt nochmal frei packen. Och, passt. Digga, es ist, Junge. Wie kann man so viel lackern? Alter, ich glaube, Knast wird auch mal wieder Zeit. Die Jungs fragen schon nach mir, wo ich bleib. Muss da noch ein paar Verhandlungen treffen. 10 Subgifts, Basti, wenn du surrenderst. 10. 10 Subgifts. Mach 100 Max. Denkst du, für ein Fuffi bücke ich mich? Mach 100 Subgifts. Für Fuffi. Für ein Fuffi kann ich dein Steam-Profil vielleicht sein, aber... Okay, sorry, Digga. Steam-Profil sein, 2016 ruft an, Alter. Sie sollten bauen. Sie sollten bauen. Ja, Digga, no shit, Alter. Obvious mit meinen 200 fucking Tanken. Was soll ich denn da bauen, Junge? Oh, Kevin, jetzt nice. Krass, nochmal richtig in der Kasse. Nice, come on, was ist das, 150? Junge, das ist gar nichts. Manchmal passiert. Ja, perfekt. Danke, Bro, holy shit, das ist richtig huge. Das muss jetzt nur nochmal 5-mal passieren. Ich glaube, ich würde für... was sie daraus gemacht haben. Für 1000 Nein. Subs würde ich surrendern. Achso, yo, okay, Bruder, sorry, Alter. Ich meine, das wäre ein krasses Video. Wenn dann Kevin doch am Ende gewinnt. Ich bin dumm und gebe 5000 Euro aus. Krankes Video, holy shit. Für ein Vlog. Ja, nice. Das war's für ein Vlog. Hey, ich habe mir heute überlegt, dass wir Basti heute 1000 Subs schenken. Aber das mache ich nicht alleine, yo. Deswegen sponsert heute Trimax dieses Video. Oh, das ist lucky. Da kriegst du nochmal richtig Cash, ne? Das Game geht unendlich lang. Oh, Dicker.
Das sind 650. Okay, das ist huge. Drauf. Das ist huge. Nee, Taui. Das ist ein Taui. Oha. Nee. Stabil. Okay, aber bauen bringt trotzdem nichts. Weil musst du bist du, ja vorbei. Musst du, kannst du nur dadurch gewinnen. Naja, aber er ist ja schon vorbei. Ja, dann ich soll das Geld lieber aufheben. Baden mitbauen. Ja, ja, du kannst ja, ja. Das wäre dumm. Viel Glück. Aber ich komme jetzt irgendwie durch hohe Paschs oder irgendwie Ereignisfeld da drauf. Sag mal, Basti, bitte, er soll mich entbannen. Okay, richtig ihm aus. Basti, entbann den mal bitte. Ja, ja. Okay, jetzt perfekt. Kommen sie, ne? Wenn, jetzt kommen sie, wenn sie sehen, was hier für Monopoly rumgespielt werden. Dann kommen sie wieder zurück. Immer. Kevin, keine 3 oder 4? Nee, das ist chillig. Kevin, was ist denn los? Du kommst Mann, nicht weg vom Theater. Das Digga ist so ein fucking Joke. Ah nee, ey, Museum! Aber du überlebst es. Ja. Ey, du hast 6 Runden hintereinander Kevin, du kannst Mann, gerne im Museum dir eine Dauerkarte kaufen. Ja, willst du vielleicht eine Monatskarte? Wir haben nächste Woche eine neue Ausstellung. Geil. Ich kann mir dann direkt die komplette Ausstellung schon kaufen, so wie ich da war. Ja, ja. Hat er alles für dich gebaut, oder nicht? Das gefällt dir hier im Museum. Mann, aber ich meine, so manches muss ja nachgeholt werden. Ein bisschen Kulturgut mal ein bisschen sehen. Basti, wieso baust du nicht mehr mit deinem escampten Geld? Weil tatsächlich das preis-leistungstechnisch am stärksten ist. Ich will Häuser blockieren, damit Kevin im Notfall nicht mehr bauen kann. Und weil eben 3 Häuser bei Blau am stärksten ist. Preis-Leistung. Endlich daheim. Wie kann man so ein Sweat sein in einem Kindergame, was man mit seinem Opa-Opa spielt, Junge? Opa-Oma meine ich. Opa-Opa. Hier kann nichts passieren. Aber Alter. An sich, wo du es jetzt gerade sagst, kann ich ja einfach mal machen. Stell dir vor, du bist irgendwann Opa und spielst mit deinen Enkeln. Und dann ja, wenn Basti da sitzt, Digga, dann geh ich. Weg, Alter. Du bist nie wieder von der Familie eingeladen. Ist so. Ei. Oh mein Gott, Digga. Du machst aber auch immer wieder spannend. Boah, Junge, genau dazwischen Sandwich, Alter. Jetzt müssen sie kein Geld an die Gegner abgeben. 30 Tacken noch. Er hat 4K, ihn juckt's nicht mal. Er kann zweimal jetzt meine Dinger auf. Jungs, ich komm zurück! Ah, ja, da wird mal wieder verwaltet aus dem Knast. Digga, ey, Basti, du bist wirklich so lucky, das ist insane. Nein, ohne doch. Jetzt mal ganz kurz, ich erkläre euch das. Nein, es ist komplett luck. Er sagt, er hat nicht an, hat er gesagt. Das ist der Monopoly. Der Monopoly, gut. Ich spiel ganz nach Minecraft. Kammer. Der erste Minecraft-Front der Runde kam heute. Das ja, also der kam ja spät. Scheiße. Ist mir egal, ob es ein Minecraft-Front ist und der nicht sehr kreativ. Sie sind zu Hause. Ich kann einfach auch hier noch weiter kämpfen. Er kämpft. Sam, er muss kämpfen. Ja, aber gegen Schwerkriminellen, was willst du da machen? Ja. Ist so. Du bist nur im Knast und verdient Geld. Wenn du das Ding noch reißt, gibt's 10 Subgifts. Kuss okay, der hat ja alle Privilegien. Freigang, alles. Oh, Kevin will wieder schnell zu mir. Oh, mal wieder ins Museum. Aber ist es deins schon? Gleich. Nee, aber du stehst gut. Sie sollten die nächste Runde ist vorbei, Chat. Ich hab alles gegeben, es tut mir leid. Ich hab alles versucht, was ging. Sorry, Chat, dass ich euch und eure Familien und eure Papa-Points genau. Ja. Enttäuscht hab. Oh, was? Kevin, heute nicht Museum? Heute nicht Museum, Dicker. Heute nicht Museum. Raus da. Und nächste. Sick. Erstmal, Kevin, das allererste Mal. An alle Eltern, die gerade zugucken, sorry, dass eure Kinder heute sich in den Schlaf holen. Schauen wir mal, ob sie Glück oder Pech haben. Oh nein! Was? Warum denn jetzt schon wieder? Oh, was hab ich denn gemacht? Oh Gott, Junge, wie kann man so reinlacken? Ey, mein Cutter, kannst du einfach nur zusammen. Leute, was jetzt mal, ich erklär's euch nochmal. Wenn man ins Gefängnis kommt und Papa Platte jedes Mal auf Rot. Es zeigt Dicker, euch doch nur, was ihr für falsche Runde wart. Monopoly will, dass ich gewinne, egal was passiert. Das ist, es ist so, immer so ein Scam, Bassi. Das ist ein Fact, nein, das ist halt immer so. Das ist ein Fact, ja, ja. Ey, Kevin, lass Twitch schreiben, dafür kann er gebannt werden. Ja, ja. Real Talk, du hast andere Streamer beleidigt, die Partner sind. Ja. Oh, okay, nee. Nice. Das nice. Ist doch Quatsch jetzt, das ist richtig Quatsch. Das ist der Monopoly-Gott. Also so heftig gescammt zu werden, hätte ich auch einfach bei FIFA bleiben können. It's funny, cause it's true einfach. Digga, wenn jetzt eine 507 kommt. Oh. 9. Yes! Junge, der kriecht hier über das Spielfeld. Die Katze, die hat nur noch 2 Beine. So. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Ey, ich höre den Spruch schon 500 Mal. Ich muss trinken. Sie
So, am besten timet jetzt das Spiel aus, weil Kevin noch zu lange weg ist. Wie stell dir vor? Das ginge. Was denn? Kevin muss kurz scheißen. Chat, denkt ihr, ich sollte mit Basti jetzt traden? Wird das Game immer ab, wenn man austimt. Ich meine, ich kann mir... Okay, Basti, für 2k kriegst du alles außer die Grünen. Schade. Das ist ein guter Deal. Für 400. Er war 10 Sekunden weg. Hat sich einfach die Hose 400, okay, sorry, Digga. Scheiße, die Hose kommt wieder. Cindy! Cindy, mach weg, ich hab dir hingeschissen. Oh mein Gott. Unangenehm. Oh, Kevin, Alter. Bei Revi im Chat würden sie jetzt alle lachen. Wie respektlos Kevin ist. Sie sollten bauen. Was ist es hier? Weißt du, wenn du jetzt raustappst, stürzt für alle ab? Ja. Wäre ja auch ein Move. Ja. Also schlimmer oder kranker könnt ihr ja auch schon gar nicht mehr werden, ne? Ey, wenn das jetzt abstürzt, dann wäre ich so sauer. Was auch immer passiert, geben Sie nicht auf. Ja! Was? Let's go. Naja, ist was. Du, hier werden die billigsten Handwerkerwände engagiert. Also. Spielen wir. Mach mal eine 12, du. Wow, die Hälfte davon. Ich glaube, ich krieg einen blauen Fleck unterm Zeigefingernagel. Mir gerade die heftig in der Tür eingeklemmt. Wo kommt der her? Oh nein, der ist vom Farbe, oder? Was? Ist der Honiggolem Emote von dir? Nein, ich würde an deiner Stelle die Kautionen bezahlen, damit du den Melonen verdienen kannst. Schach, Mann, muss ich auch mal Stein zahlen. Was? Der ist ein Rara? Hey, was für ein dummer. Ein Rara ist ein Emote-Kürzel, oder? Alle Emotes von Romatra heißen Rara. Einfach. Götterkarte. Nice. Junge, mich nervt es immer noch, dass der Prefix GAG vergeben ist, ne? Ey, was hast du Zickzeit, ne? Ja. Bro, GHG. Warte mal, was ist so dieses. Was spammen Leute bei dir, wenn du fette Subgifts bekommst oder so? Zickzack L heißt es so? Zickzack L. Love, oder? Oder hast du beides? Und wie viele Leute das bei dir reinschreiben? Ich glaube... Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, das ist... Ey, so geht mir das aber auch. Ey, aber wem nee, ist Love, das ist ausgeschrieben. Ich hab's wirklich damals ausgeschrieben. Ja, glaube ich auch. Aber cool, dass du deine eigenen Emotes erkennst, Bro. Das ist auch meine... Warte. Basti, wie gehört denn GHG? Oh nein. Nee, alles gut. Ist das immer Schlimmes? Irgend so ein anderer russischer Streamer oder so, aber der nicht streamt. Oh Mann, das bringt mir überhaupt nichts. Jetzt habe ich nochmal eine Chance, bei dir da vorbei zu pimmeln. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Come on. Nee, noch. Okay, vielleicht Knast. Ja, Knast oder nochmal Pasch, du hast zwei Möglichkeiten, oder? Ja, Kevin kämpft. Merkt ihr das? Das ist ein Beißer. Sie sollten bauen. Ach, Junge, ist Knast, oder? Nicht. Ist Knast, ja, let's go! Ist Knast. Na, witzig. Dann sitzen wir hier noch eine Weile, wa? Junge, hast du noch was vor? Okay. Ich fahr einfach noch zwei Stunden nach Hause, oder? Ne, das ist ja auch nicht. Ei? Aus einem zarten Pflänzchen wächst ein Baum. Wir müssen all in jetzt chat. Scheiß drauf. Alles andere macht keinen Sinn. Aber wenn ich halt durchgehend 300 fahre, schaffe ich das. Ist nicht, ist überall Baustelle 60. Sie ja, da ist 60. Junge, Revi, das Revi und Travis die ganze Zeit am Blabber sind, fuck mich so hart ab, chat. Ist insane. Wenn da jetzt ein Pasch kommt. Ich würde aufpassen, nachher ist noch Blitzeis. Ja. Ihr bekommt gerade Blitzeis-Warnung. Was? Ich hab Sommerreifen drauf. Jo, erstmal 300 fahren. Junge. Erst Sommerreifen. 300 bei Minusgraden ist mega smart mit Sommerreifen. Scheiße, Blitzeis, ich hab Sommerreifen. Wie gut ist das? Nee, ey, Sommerreifen countert so Blitzeis aus. So wie bei Pokémon einfach. Ja, das ist da nur Geldmacherei. Winterreifen brauchen wir nicht. Ja. Snowshowers-Warnung. Minus 1 Grad at night. Minus 1 Grad at night. Snowshowers. Ich hab Sommerreifen. Das ist auf Englisch einfach. Kevin, nur mal so als kleiner... Ich weiß, ich muss 50 zahlen, ja. Willst du meine Karte vielleicht abkaufen für 30? Ja. Warte, ich muss erstmal ganz kurz an deinen vorbei. Oh. Kann man da mit weg? Mit Eira kann man nicht weg. Oh, Mann, Dicker. Ey, Basti, aber sei mal wirklich ehrlich. Als einfach nur am Ende, du bist so lucky. Das ist halt teilweise auch gut gespielt, würde ich sagen. Oh mein Gott. Hatte ich ja geplant, aber nee. Alex, ich finde, Trimax und Revi sollten nebenbei einen Podcast aufnehmen, während wir hier spielen. Ey, ja, ist ein Aber Kevin, wann komme ich denn mal zu dir in den Podcast?
Weiß ich nicht. Nächste Woche, nächste Folge? Nächste Woche, nächste Donnerstag? Wir nehmen wahrscheinlich morgen oder übermorgen auf. Abends. Morgen oder übermorgen Abend? Passt mir beides nicht. Okay, perfekt. Ich guck mal, vielleicht kann ich Vormittag organisieren. Aber mit wem machst du den Podcast zusammen? Mit Dominik, Reese. Weiß ich doch, warum sagst du das? Ist es Ausgangssperre, Hamburg? Ihr Zug beginnt jetzt. Hamburg ist nicht Ausgangssperre. Du darfst nur 15 Kilometer von deinem Zuhause weit weg. Okay, okay. Chat, besteht noch irgendwie eine Chance, dass wir das holen? Oh, okay, nice, nehme ich. Sick. Nice. Wer gestorben? Sag Basti, wenn er nicht Bankrott macht, machst du Face Reveal von ihm. Das Ding ist, ich kann nicht mal ein Face Reveal von Basti machen. Wie soll ich das machen? Ich habe kein Bild von Basti. Von mir gibt's keine Bilder. Junge, Basti holt seine Glock aus deiner Tasche, wenn du ein Foto, also wenn du so ein Handy auf ihn richtest. Das Einzige, was ich geleakt habe, ist jetzt, dass Bastis Fuß in meinem Vlog. Oder du fragst einfach auf der Gamescom und battlest einfach ein Bild von mir zu. Oh mein Gott, shut up. Och, Basti, das ist doch gar nicht so schlimm. Hauptsache. Digga, man hat dich da nicht gesehen, man hat deine Füße gesehen da. Endlich da. Es geht ums Fuzzi. Ja, es tut mir auch leid, ein bisschen. Sorry. Ich war jung und dumm und brauchte das Geld. Die Real Life Donation. Seitdem hat Basti, by the way, kein WhatsApp-Profil mit mehr. True Story. Ich habe von dem Typen dann viele Donations immer bekommen, wo er dann immer mir beschrieben hat, wie mein WhatsApp-Profil wird aus und hat mir halt so richtig... For real? Halt, ja, der hat mir richtige Drohnachrichten gefühlt. Junge, wie weird, Champ. Würfeln Sie und sehen wir, was oh mein Gott, sorry, tut mir leid. Ja, das ist gut. Das ist ein paar Jahre, ja. Ja. Digga, das ist aber wirklich weird, Champ, as fuck, man. Sie sollten bauen. Ja, Digga, mit was? Ich hab $100, du dummer Penner. Was ist denn das? Tut mir leid, ich bin ein bisschen toxisch gerade. Ich muss echt schon lange pullern, ne? Same. Ja, wir müssen echt schon lange zugucken, ich und Toni. Yes. Quality Content. Aber ihr seht ja auch eine spannende Runde. Oh, ich fahr mal mit der Bahn. Oder? Mit der Bahn? Mit der Bahn wird auch mal gefahren. Mal gucken wir uns das mal hier an. Oh, der sieht aber nicht so gut in Stoß aus, Kevin. Kevin, 6 oder 8 macht uns allen gefallen. Come on. Ja, ich will mir auch selber irgendwie gerade langsam den Gefallen tun. Ich hab die Flasche getrunken. Das ist langweilig. Oh mein Gott, GG. Congrats, Bro. Ist vorbei. Venga! Campeones, Campeones. Das ist aber sowas von ganz gut. Hingerichtet auf dem Markt. GG, Basti. GG. Schöne Runde. Scheiße. Da haben wir's. 2 Stunden, 11 Minuten. GG. Digga. Seit 2 Stunden guck ich zu.